das, ob Also ich das. habe beide jetzt. Ich habe euch beide. Okay. Ja. Also ich habe das Gefühl, durch die Aufnahme bremst das alles ein bisschen. Oder ist das bei euch noch, hat sich da bei euch was verändert, seit ich jetzt auf. Nee, nee, das ist bei mir läuft das hier läuft's gut. Was überhaupt nicht geht, ist mein Skype für Linux. Also das Original Skype, da ist das Bild bei mir unter aller Sau. Kann ich nichts anschauen. Das ist wie eine Framerate von einer Sekunde. Gut, Aber du also, bist. weil du eben gefragt hast, Arndt, ich denke mir jetzt einfach mal, dass du vielleicht nicht stören wolltest. Dir war das vielleicht so ein bisschen, hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, hier mit reinzukommen. Und dadurch hast du uns jetzt verwirrt. Weil das ist ja erst passiert, wo du gekommen bist. Kann das hinkommen? Ich war eigentlich, guck mal, ich habe die Mütze auf und die Jacke an, im Begriff rauszugehen und dann habe ich die Einladung bekommen und dann habe ich halt Prioritäten setzen müssen. Gehe ich raus oder nehme ich die Einladung an und dann habe ich die Einladung angenommen. Ich war ja nur, was hast du im Hintergrund für ein Gefühl gehabt? Ich möchte nicht stören. Nee, eigentlich nicht so. Ich möchte nicht stören. Okay, das war nur so eine Idee eben. Das ist ja eh bloß weltlicher Schnickschnack, was wir hier jetzt machen bei Ja. mir. Weil das Problem ist, dass ich feststelle, das Linux, wo ich habe, bei mir jetzt auf meinem Computer, ich habe ja zwei, den alten von der Marion und den, wo ich habe. Und dass die Bildqualität, wenn ich jetzt zum Beispiel Mediathek, ARD anschaue oder Netflix laufen habe, dass die Bildqualität extrem schlechter ist wie vorher. Und jetzt haben wir festgestellt, dass ich hier super Grafikkarte drauf habe, aber eher offensichtlich bloß mit der Grafikkarte vom Prozessor läuft. Und das ist, früher hatte ich richtig HD und jetzt ist das Bild mehr oder weniger eben nicht HD, SD, glaube ich, heißt das. Und jetzt ist aber bei der Grafikkarte drauf ist. Und jetzt schauen wir gerade hier für meine Grafikkarte, dass das für Linux läuft. Das ist, da sind wir gerade dran. Und da ist eine Textdatei, die ist ewig lang und der lädt und lädt. Es wird so, wie das aussieht, wird es wahrscheinlich nur eine Stunde dauern, bis er die entladen hat. Ja, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter, Heiko. Willst du es Sag mal, sehen? kann ich da eine Metapher draus machen, dass wenn ich jetzt zu Linux wechsle, ich wechsle ja praktisch das Betriebssystem auf eine höhere Ebene, dass es dann erstmal mit für das System der schlechteren Grafik anfängt, wird aber sich, wenn du dich weiterentwickelst, auch wieder besser. Das ist einfach, weil du neu da reinkommst. Die Metapher, Heiko, ist folgende, dass wenn du suchst, jetzt machen wir wieder Holo-Feeling, ich muss ja immer wieder normal spielen, schau, für einen Arndt jetzt, dass ich sage, prinzipiell, wenn ich als Brösel arbeite, ich als Udo bin ein Brösel wie der Arndt und wie der Heiko und das sind Spezialisierungen, denkt an meine Sinnesorgane. Wir können das als Religionen, als Fachgebiete nennen, die sich ergänzen, die aber nicht kompatibel sind. Ja. Okay? Und das sind die Puzzlestückchen. Und ich sage, wenn du dir, wenn in deinem Traum ein auftaucht, es entspringt, sagst du mal alles aus deinem Programm. Das heißt, wenn du ein träumender Geist bist, du hast ein Konstruktprogramm. Das ist ganz wichtig, die Metapher. Ich bleibe jetzt einmal bei dem Videospiel. Du hast ein Konstruktprogramm. Alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftaucht, ist auf dem Konstruktprogramm drauf. Du musst jetzt so weit gehen, dass du ja als Spielerfigur, als Avatar kannst du dich in deinem Traum an einen Computer hinsetzen und kannst ins Internet gehen. Das heißt, auf deinem Konstruktprogramm, auf der tiefsten Ebene, müssen alle Internetseiten, die du prinzipiell aufmachen kannst, auf dem Konstruktprogramm drauf sein. Okay? Also da ist unendlich viel drauf. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel die ganzen Charaktere, wo ich sage, die blauen Ichs sind KIs. Jedes blaue Ich ist eine KI. Das ist der persönliche Intellekt, was ich Schwamminhalt nenne. Und sobald wir das spielen, ich mache jetzt, nehmen wir eine KI, selektiere mir als Ausgangsbasis, das ist jetzt der blaue Kopf, ich sage in dem roten Kopf, der wird ja gesteuert von dem blauen Intellekt. Wir nehmen eine KI raus und die machen wir zum Spieler. Und dann wird alles, was dieser Spieler mit dieser KI entfaltet, wenn du jetzt zum Beispiel durch die Stadt gehst, du kommst an der Kreuzung, denk an die VR-Brille, dann machst du die. Das Programm, der Spieler jetzt mit dem Joystick in der Hand, ist eigentlich nur die KI. Das ist nicht der, der das erlebt, sondern der, der es erlebt, ist der Geist,
der mit diesen, der Spieler selber mit der Joystick in der Hand, der nimmt sich ja gar nicht wahr, wenn er zum Spielen anfängt. Es löst Ja, sich ja das ist alles recht. auf. Ja. Verstehst du? Ich mache immer gern, wenn du jetzt als Person in den gefilterten Person dich hinlegst und einschläfst, dann löst sich zuerst einmal dein Körper auf und das Zimmer auf, in dem du dich befindest, und du fängst zum Träumen an, und jetzt wird dein Kopf, den Kopf des träumenden Geistes, den wir uns jetzt ausdenken, ist jetzt ein ganz spezielles Kopfkino. Das ist ein ganz normales Kopfkino, was da läuft. Okay? Das heißt, die KI ist der Mechanismus, Mechanimus, der auf die Bilder reagiert. Ein Konstrukt werde und Interpretationsprogramm, das wiederum zu einer Information wird, das man mit dem auf dem Bildschirm darstellen, was er sieht. Das ist praktisch die ständig wechselnde Information. Erleben tut es aber nicht die KI, die reagiert, sondern der mit dieser KI arbeitet. Ist das gecheckt, die Stufen? Ich habe, denk da mal ganz, um das nochmal klar zu machen, das ist altes Beispiel von mir, das habe ich früher Schwarzenegger-Beispiel genannt. Ich sage, wir sind in einem Theater. Auf der Bühne, wir können auch einen Film machen, aber ich bleibe mal, der Theaterstück ist ein Zugabteil aufgebaut. Okay, und da ist nur ein kleines Kopftüchler, Türkenmädchen sitzt drin und ein kleiner Buchhalter mit einer Nickelbrille, der liest die Zeitung. Die Tür geht auf und es kommen zwei riesen Neonazis rein. Und die pflaumen das kleine Mädchen an. Und der kleine Buchhalter, der wird sich jetzt, je nachdem, was wir in die Kiste uns für eine Moral reindenken, der wird sich da nicht einmischen, sondern sagen, hoffentlich lassen die mich in Ruhe. Jetzt drehen wir das rum und wir denken uns wieder selbe Situation, bloß der Buchhalter ist ein 2 Meter Hühne. Darum habe ich gesagt, früher Schwarzenegger. Und jetzt kommen zwei Zigarettenbüschel von Neonazis rein, zwei 16-Jährige, und kommen das kleine Kopftuchlein an. Was machst jetzt du, wenn du der 2-Meter-Mann bist? Okay, und jetzt, pass auf, das ist das nur auf der Bühne, was ich beschrieben habe. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wir gehen in das Theater rein. Und das sind Zuschauer und die sehen das. Und jetzt schauen wir in die Köpfe der Zuschauer. Und wir schauen, wie die diese Szenen interpretieren. Die erste Szene, die zweite Szene. Und wenn da als Zuschauer ein kleiner Schmächtiger drin sitzt und auf der Bühne ist der Schmächtige, kann der sich voll in den rein versetzen. Ist aber da ein Schmächtiger drin und da ist er 2 Meter Hühne, weil der hat ja gewisse Moral, die mir dem natürlich auch zu sprechen. Aber sagen wir, geht der da nicht dazwischen? Er wird natürlich nicht dazwischen gehen, aber wenn ich ja so ein Koloss wäre, würde ich doch da dazwischen gehen und der Kleinen helfen. Und du merkst, jetzt kommt das Ganze in Bewegung. Aber du bist nicht einer auf der Bühne, du bist auch keiner, der nur zuschaut. Dass ich immer wieder sage, wenn wir einen Film laufen haben, das ist jetzt wieder mein Splitscreen, wir können in die Köpfe reinschauen. Darum sind diese Metaphern, wenn ich immer sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Du musst wissen, dass ich immer zuerst sage, unser Weißenburg-Wippertal-Beispiel, 201 Menschen. Ich muss nicht weiter, du weißt, was ich meine. Da können wir uns schon reindenken, was würde ich jetzt sehen? Was würde ich auf der VR-Brille haben, wenn ich vorne auf der Bühne stehe? Was habe ich auf der VR-Brille in der Regel, wenn ich in der ersten Reihe sitze? Dann schaue ich nur den Udo an. Und was habe ich, wenn ich ganz hinten bin? Da schaue ich natürlich auch nur den Udo an, aber da ist dann schon im Hintergrund, dass ich noch mehr oder weniger Hinterköpfe vor mir habe. Das sind jetzt aber nur die optischen Perspektiven. Ich habe früher gesagt, wenn wir jetzt in Fliegensteig gesessen sind und der lange Tisch innen und ich sitze am einen Ende und am anderen Ende und da hält sich der an, meinetwegen mit dem Heigo. Und dann nimmt er anderen Kaffee und rührt seinen Kaffee um. Und ich kann, wenn ich zuschaue, für euch existiere ich in dem Moment nicht. Beim Ankopf ist nur das, was er sieht auf der VR-Brille. Er schaut dann für einen Moment und obwohl ich nicht durch den An seine Augen schaue, kann ich mich da reindenken an das Blickwinkel in der Konstruktion, was er jetzt auf der VR-Brille hat. Okay, dasselbe haben wir bei dem Videospiel. Wir haben zwei Sachen. Du kommst an der Kreuzung und je nachdem, ob deine Logik dich jetzt nach rechts oder links gehen lässt, ändern sich die Bilder auf deiner VR-Brille oder auf dem Bildschirm. Aber wir haben noch eine andere Ebene, das sind Emotionen. Dass du mit Bildern Gedanken erzeugst durch Interpretation. Okay, dass du eben was, entweder was gar nicht reagierst oder machen wir mal so Trockennasenaffenmännchen Sachen, wenn eine rumlaufen und da laufen Frauen rum. Es gibt welche, die sehen nur Titten. Andere sehen nur auf die Beine und so weiter und die anderen schauen nur auf den Arsch. Ja, genau. Und das ist jetzt eine andere Ebene, das ist auch programmabhängig. Da sind wir aber immer noch in der Optik, aber wir haben auch Interpretationen von Gefühlen, wie du reagierst, dass du bloß jemanden siehst, der Neonazi, und du fühlst dich irgendwie scheiße oder du klatschst Beifall. Da ist nun mal eine Ebene, die nichts mit den Bildern zu tun hat, aber sehr wohl mit einer feinstofflichen Information. Ich sage immer wieder, wir bleiben nur in der Optik.
als einfache Beispiel, sinnliche Wahrnehmung, sinnlich wahrgenommene Informationen sind das, was du auf der Feuerbrille hast. Ja. Okay? Feinstoffliche Information ist jegliche Art von Gedankeninformation. Was natürlich auch, das auf der Feuerbrille letzten Endes auch Information ist, aber dann kriegst du die vier Stufen der Vergessenheit, weil es dir real erscheint. Gut, und diese feinstofflichen Informationen, das sind jetzt zum Beispiel Gedanken, du kannst jetzt die Geräusche dir anhören, du kannst, wenn du denkst, kannst du dir bewusst machen, wie du sprichst, im Kopf. Das habe ich schon bei Selbstgesprächen gesagt, du kannst jetzt dir zum Beispiel das Wort Schmetterling denken an und du kannst es aussprechen. Denk einmal an das Wort Schmetterling, dann sprichst du das leise im Kopf oder du sprichst es mit deinem Körper aus. Ja. Okay, aber da kann auch deine Gefühle dazu. Zum Beispiel ein Reizauslöser ist ein Gefühl, das du ganz eindeutig wahrnimmst, das eigentlich nichts ist und dann sagst du, ich muss mal Brot machen, ob ich an Hunger. Dass du das jetzt denkst in Form von Worten, ist ja eine Information, die in dir auftaucht als Reizauslöser. Ja. Das kann man alles beobachten, wenn du wirklich diesen Doppelschritt gegangen bist. Das sind ein Hauch von Zuneigung, ein Hauch von Ablehnung oft im Hintergrund. Das ist nicht einmal ein Geräusch, aber das ist schon Information. Das nenne ich, das sind die obersten, die feinsten Wellen, die mitschwingen. Die werden aber alle erzeugt durch dein Interpretationssystem, das du beobachten sollst. Ja. Und das ist Hauch. Das ist Hauch, da wirst du so präzise und mir schauen nur. Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Wenn du Geist bist, wirst du das merken. Wie ich dir auch immer wieder sage, diese Illusion, diese Hartnäckigkeit des Zweiten, wo du dir bewusst machen musst. Das ist, wenn ich immer sage, der Arbeitsspeicher beginnt erst zu existieren, wenn du den denkst. Ja. Jetzt könnte ich wieder sagen, wo war jetzt die ganze Zeit, jetzt während ich das erklärt habe, wo war definitiv das Programm Skype? Jetzt, wo ich es ausspreche, existiert der Gedanke an das Programm Skype. Jetzt deine zweite Version, das war ja trotzdem da, sonst hätten wir ja nicht skypen können. Sagte, selbstverständlich ist es im Arbeitsspeicher, aber es hat nicht existiert auf der Oberfläche, wo du wahrnehmen kannst. Ja. Das, was du wahrnimmst, ist nur das, was existiert in dir. Und es kann auch so ein Hauch von Hungergefühl sein, wo du aber sofort reagierst und sagst, Mensch, habe ich einen Kohldampf. Oder ich, bei mir hat es jetzt gerade geflackert, eigentlich musste ich pingeln, dann haben wir wieder uns unterhalten, dann war das Gefühl vom Pingel weg, dann hat wieder dieser Druck auf der Blase, ist dieses Gefühl wieder aufgetaucht, dann ist irgendeine interessante Sache wieder gefallen, dann war es wieder weg. Das ist immer im Arbeitsspeicher, das brennt bloß hoch, bis ich dann sage, Mensch, jetzt muss ich schnell mich einmal ausklingen und auf den Klo gehen. Ja, ja, ja. Du merkst, das ist ein einfacher Computer. Ja, ja, ja. Und das sind jetzt die Schichten, das heißt, alles auf dem Konstruktprogramm, was ich Bücherregal nenne, alles, was im Bücherregal sind, sind KIs. Das sind wie die KIs, wenn man GTA spielt. Und wenn man eine dieser KIs, wenn du ein Buch liest, dann wirst du zu dem Spiel und du erlebst bloß deine Perspektive. Dieses bisschen, was du rausmachst, dann rennst du halt in Hamburg rum oder in Weißenburg rum oder du fährst da und da in Urlaub. Das sind komplett eigenständige Welten und das sind diese Leben in der Esoterik, wo man meint, die kommen nacheinander. Ja. Aber im Chatdenken sind die immer gleichzeitig da. Jeder Moment, egal welches Buch du in der Hand hast, egal welche Seite du anschaust oder welches Wort du jetzt eine Vorstellung machst mit dem Programm, passiert immer jetzt. Darum kriegst du die höheren Ebenen, kriegst du bloß in einer Chat-Kollektion mit. Das ist schon, wenn ich sage, kennst du das Buch und du sagst ja. Ja. Da denkst du an nichts. Ja. Aber das kannst du erst sagen, wenn du das einmal gelesen hast. Und dann ist es schon sehr vage. Mir fällt jetzt spontan ein, im Namen der Rose. Bei vielen ist es so, dass die zuerst den Film gesehen haben. Wenn du den Film gesehen hast und du liest danach das Buch, merkst du, der Film ist super. Aber dann merkst du erst, was das für ein minimaler Abklatsch ist von dem Buch. Wenn du jetzt Holofeeling ganz grob die Grundlage der Vordersprache und der Entschlüsselung hast und du liest dann das Buch, dann raubt es dir den Atem. Ich mache, wenn dich grob an Name der Rose, da ist doch dieser Chaot, den der Ron Perlman spielt, der, wo er in Hellboy spielt. Kannst du dich erinnern, Heiko, du hast Fragezeichen auf den Augen. Ja, ich bin raus. Den Film habe ich, glaube ich, kann sein, aber es war nicht mein. Vor Ewigkeit nochmal gesehen. Ist wascht. Kannst du dich erinnern, aber der ist so ein Buglicher. Salvatore heißt der. Der ist da so mit der Hauptrolle, der immer so rumkriecht, den spielt der Ron Perlman. Und diese Figur im Buch ist der Wahnsinn. In der Beschreibung der in der deutschen Synchronisation und im Buch heißt dann, der spricht hier, was für eine Sprache spricht, ein Gemisch von Lateinisch, Griechisch. Man hat den Eindruck, er spricht alle
Sprachen gleichzeitig und keine Sprache, weil er blöd ist. Und das ist in dem Buch so schön radebrechend, immer lateinisch-deutsch, dann in der Übersetzung mit griechischen Wörtern und italienischen Wörtern gemischt. Und das ist eigentlich hier, wo du merkst, der Salvatore heißt ja eigentlich der Heilige, der wird da als App dargestellt, wie der Udo in dem normalen Leben, das ist ja auch bloß ein Spinner. Und ich, als wenn ich jetzt als Udo auftrete, dann reduziere ich mich wirklich, das habe ich zum Heiko gesagt, dann mache ich eine Rolle, lass einmal, das Thema hat man gestern mit dem Ding, ich vermeide selbst Englisch, ich kann nicht Englisch, dann haben wir wieder, wenn du Allmänner-Vorträge hörst, wenn ich dann aus dem Stegreif, ich mache dir das frei, ich tue ja nichts vorarbeiten und gar nichts. Mein Professor Rainer, da war irgendwas einmal in einem Allmänner-Vortrag mit Lateinisch und so, Rainer, du hast doch das große Latinum, ich kann ja nicht einmal Englisch, ich habe ja keine Fremdsprachen gehabt in der Schule. Bin ja mit der 8. Klasse aus der Volksschule rausgegangen, ich habe ja nicht einmal einen qualifizierten Abschluss. Ich kann das nicht als Udo. Und dann ist in einer Pause zu mir eine Komma, das habe ich oft erzählt, und er fragt, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Na so, jetzt müssen wir jetzt erst einmal erklären, wie du jetzt fragst. Wenn du den Udo, wenn du den lieben Gott fragst, dann ist es die dümmste Frage, die du jemals gestellt hast. Wie kannst du den lieben Gott fragen, wie viele Sprachen sprichst du, der die Welt erschaffen hat? Ja. Wenn du den Udo fragst, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch, das merkst du doch. Das sind zwei Ebenen. Und ja, das ist jetzt auch hier, das ist, wenn der weiß ja alles, das ist alles Blödsinn, darum geht es. Es geht auch bei uns gar nicht um Wissen. Ja. Es geht um ewiges Leben, um Geist, um Schöpferenergien. Und da ist es, sagst du mal, dass du deine Rolle spitzt, das betone ich immer wieder. Ich will an dir nichts verändern, weil der Protagonist, die Rolle, die du in dem Buch spitzt jetzt, wenn du das Ahnbuch liest, ist natürlich der Ahn die Hauptrolle. Wenn du das Heiko-Buch liest, ist der Heiko die Hauptrolle. Ist der Ahn bloß irgendwann einmal in dir aufgetaucht auf irgendeiner Seite. Klar. Okay? Ja. Diese Rollen lassen wir, die Protagonisten lassen wir unverändert. Mein Ansprechpartner ist der Leser, der sich so frei gemacht hat, dass er sehr wohl weiß, ich spiele jetzt die Heiko-Rolle. Und dadurch sehe ich alles aus der Perspektive und der Interpretation des Heikos. Und den Ahn, den du dir ausdenkst, Heiko, der reduziert sich auf das, was du mittlerweile in den Ordner Ahn drin hast, wenn du an den Ahn denkst. Die Gabi hat einen komplett anderen Datensatz über den Ahn. Ich habe mal das Beispiel gebracht, wenn ihr zwei jetzt an Udo denkt, gehe ich einmal davon aus, bei euch taucht immer ganz bestimmter Udo als erstes auf. Und man kann sich natürlich auch andere Udos ausdenken. Ich habe zum Beispiel am Stammtisch, sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an die Marion denke, wenn der Udo das ausspricht, meinen alle, ich meine meine Marion. Na so, ich meine meine Marion. In Holger seine Frau, wo er geschieden ist, die hat ja auch Marion geheißen. Ach. Die hat ja einstweilige Verfügung gehabt, der dürfte ja nicht einmal mehr das Haus betreten, wo er ihr überschrieben hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, diese Marion, die hat einen komplett anderen Holger in ihren Speicher drin, wie jetzt meine wegen der Heigo oder meine Marion, weil da ist eine ganz eigene Vorstellung. Und so wie der Holger bei uns ist, das hat ja einen Grund, dass seine Marion so auf ihn reagiert, kann man alles nachvollziehen. Zu meinem Holger habe ich einmal gesagt, für mich ist es ein Rätsel, wie du 30 Jahre ohne Udo überhaupt überleben konntest. Aber das sind jetzt Charaktere, es geht nicht, Namen sind austauschbar. Du merkst, es kommt jetzt eine extreme Komplexität ins Spiel, die ich ja immer versuche zu vermeiden. Dass ich es extrem einfach mache. Vereinfachungen von Vereinfachungen und selbst jetzt diese Computermetapher. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich in Einzelgesprächen das schon erklärt habe. Und der Mensch hört zu und da geht die Gedankengänge mit und ich denke mir jetzt, dass das so einigermaßen verstanden ist. Ist es aber nicht, weil das geht schon los, nur mit dieser Aussage, für dich existiert wirklich nur das, was du jetzt siehst, was existiert. Und davon siehst du in der Regel nur eine Seite. Jetzt denken wir an deine Brille. Wo war die ganze Zeit? Und jetzt sage ich, und jetzt schau in den Arbeitsspeicher rein. Sobald, schau an, was du glaubst. Das ist die tiefere Ebene. Und dann musst du dir eingestehen, in deinem Alltagsbewusstsein, ich nenne das einmal so, bist du felsenfest davon überzeugt, dass der Kopf und die Brille auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Die Sache mit der Türklinke. Und jetzt habe ich dann noch erklärt, wieso, weil du dich jetzt fragst, war jetzt eigentlich die ganze Zeit meine Brille da, die du jetzt spürst, Heiko, merkst du auf der Nase? Ja, und jetzt fragst du dich, war die ganze Zeit da, während wir geskypt haben? Da machst du ein Fragefenster auf, was du meinst, das ist Vergangenheit. Und während du dich fragst, war das da? War die Brille da? Denkst du an die Brille? Und jetzt legt sich, oder an den Körper, legt sich dieses Gefühl über das, was du dir in die Vergangenheit drüber denkst, was du dir jetzt als Vergangenheit denkst, aufgrund der Frage schon legt sich das drüber
und du hast komplett das Gefühl, dass die ganze Zeit dein Körper existiert hat. Ja, die Frage ist der Auslöser dafür. Ja. Und das, wenn man das immer wiederholt, Heiko, wenn dir das irgendwann mal einleuchten und du wirst dann schmunzeln und du merkst, dass du dich eigentlich selber verarscht. Ja, nur. Ich habe so ein Schönes, wenn du dich selber umbringen willst, pass auf, ich formuliere das einmal so, du bist sehr hartnäckig, so leicht gehst du nicht kaputt, du kannst von einer Brücke runterspringen, die 20 Meter hoch ist, sag ich, du wirst bloß wieder wach. Du kannst auf dem Eiffelturm hochgehen und runterspringen. Das bringt dich nicht um. Du wirst bloß wieder wach. Du kannst auf dem Mount Everest hochgehen und runterspringen. Du wirst bloß wieder wach, das ist nicht hoch genug. Du musst auf den Gipfel deines Egos steigen und darunter springen, das bringt dich um. Wenn du auf die Spitze deines Egos steigst, das ist hoch genug, dass dich das umbringt, wenn du darunter springst. Das ist eine gute Metapher, ja, das ist cool. Ja, das stimmt. Da kommt jetzt die Weisheit ins Spiel, wenn einer zuhört, Heiko. Und der Rest ist, dass ich sage, mit dem Computer, ich sage immer wieder, ich war relativ firm auf Computer zu DOS-Zeiten, habe ich viel rumgespielt, musste man ja die ersten Sachen. Da ist mir aber auch nur um die Anwendungen gegangen, das Nötigste. Und das habe ich irgendwann abgeschalten. Und jetzt denke ich mir halt an Heiko raus und in die Kiste oder an Nerd aus und in die Kiste denke ich mir halt rein, der hat da Ahnung davon. Und dann ist das wie ein Untersystem. Das ist wie wenn ich jetzt früher bei mir bei meinem Windows 7, wenn es möglich war, habe ich immer Portable-Versionen geladen, dass ich die nicht auf dem Betriebssystem installieren muss. Ja. Und so ungefähr sehe ich jetzt, dann denke ich mir Portable-Versionen aus, die ich nicht groß installieren muss und die hole ich mir dann raus und dann können mir die dabei helfen oder das machen. Und genauso zieht ihr euch jetzt den Udo raus für den ganzen großen Scheiß, dass ihr euch damit nicht belastet. Ja. Aber es kommt immer aus dir, aus dem Internet. Internet ist die beste Metapher für Gott, ist das Wort Internet. Die Quelle allen Seins. Wenn du begreifst, dass das nur Computer sind. Und das sind keine Server außen, sondern das ist der Innerste, dieses All, dieser Punkt, in dem alles implodiert ist. Und aus dem entfaltet sich das, das wäre jetzt das erste bewusst rot ausgedachte Licht in unserem Tetraederspiegel. Und ich habe aber hier in den letzten Vorträgen war das ja mit dem Spiegeltunnel. Das ist ganz, wenn man das wirklich ausprobiert, ich mache den einfachen Spiegel, wenn du einen Spiegel nimmst und dann einen großen Wandspiegel hast und dann stellst du hin, dann siehst du, du spürst dich ja, ich habe einen Spiegel in der Hand, hier spiegelt er und dann sehe ich mich gegenüber spiegelverkehrt mit dem Spiegel in der Hand. Okay? Das ist einmal das Erste, wenn ich das sehe. Und dann kommt man natürlich in dem Spiegel, den ich hier sehe, mir gegenüberstehend, habe ich dann Spiegel, 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 den Spiegeltunnel. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kätzchen nimmst und du hältst es dazwischen, dass der genau zwischen deinem Spiegel und dem Spiegel dir gegenüber ist und du hältst es rein, passiert was Eigenartiges, wenn du das in die Mitte stellen willst, wird dir plötzlich bewusst, dass das, was ich sehe und gegenüberstehend habe, dass der eigentliche Wandspiegel, dass du an den gar nicht denkst, an den Reihen. Ja. Und jetzt ist interessant, Heiko, wenn ich jetzt, ich mach's nochmal von der Seite, pass auf, ich sage einmal, mein Kopf, Rei, der Kopf des Schöpfergottes ist jetzt in der Mitte, da ist jetzt, das sind die zwei Spiegel, der eine ist der Udo, der Kopf vom Udo, okay, und der Spiegel, und wenn ich über die Spiegelkante schaue, sehe ich mich gegenüber, da ist der Kopf von Udo, das ist Spiegel hüben, Spiegel drüben. Dieser mittlere Spiegel, wenn der groß genug ist, den registrierst du gar nicht. Okay, und dann ist jetzt in dem Spiegeltunnel, also ich muss spiegelverkehrt machen für euch, wenn ich jetzt hier davor stehe, habe ich dann hier, wenn ich hier über die Kante schaue und ich schaue in den Spiegel rein, sehe ich dann Spiegel, 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 Spiegel diese Reihe, okay? Und jetzt nehme ich ein Kätzchen mit der Hand und halte die zwischen die zwei Spiegel, dass ich praktisch Spiegel, Katze, Spiegel, Katze, Spiegel, Katze, Spiegel, Katze habe. Und jetzt ist es interessant, wenn ich da stehe und das ist der Spiegel an der Wand, kann ich ja die Katze nicht in die Mitte reinhalten, sondern bloß hier hinhalten. Ich stehe hier, ich halte hier die Katze hin und dann habe ich hier, wenn ich reinschaue, immer Spiegel, Katze, genau in der Mitte. Und wenn ich mir jetzt bewusst mache, dass der mittlere Spiegel da ist, in dem Moment sehe ich hier die Katze und hier die Katze, sehe ich zwei Katzen und das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Plötzlich habe ich zwischen die Spiegel zwei Katzen stehen. Das erste Mal ein Aha-Erlebnis ohne Ende, weil beides ausgedacht ist. Das Interne und Externe, es spielt sich alles in dem roten Kopf ab. Es gibt nur das. Die Spiegel sind schon, das ist das hier. Ja. Ist so. Ja. Darum ist es so, Heiko, wenn du jetzt in einen Spiegel reinschaust, den Heiko, den du siehst, der oberflächlich betrachtet, unbewusst betrachtet, sich ein Stück hinter den Spiegel befindet an der Wand, und zwar genauso weit, wie du ja vorm Spiegel stehst,
hinter dem Spiegel weißt du, gibt es nichts. Der ist im Spiegel. Und jetzt pass auf, du bist dieser Rai Rot, der Kopf des Schöpfergottes. Und sobald du dich in dir selber denkst, stellst du dich aus dem Spiegel raus in deine Traumwelt, in diese, wo auf der Feuerblende drauf ist. Also dann, wichtig ist, dass du natürlich dann immer das Zentrum bist, weil du ja der Rai bist. Du bist immer das Zentrum. Das habe ich so oft erzählt. Ob du jetzt um dich rum dein Wohnzimmer, deine Küche, ob du Hamburg um dich rum machst oder Fiegenstall um dich rum machst, das Speisezimmer, die Küche vor Fiegenstall, du bist immer in der Mitte. Du gibst den Bildern um dich rum bloß einen anderen Namen. Und du hast dann immer nur eine, du hast das vor dir, siehst du das hinter dir und das rechts und links von dir kannst du dir denken und kannst dann mit Tränen wieder immer nur einen Punkt fokussieren, der dann auf der Feuerbrille ist. Ja. So funktioniert das. Das ist das, was du übrigens überprüfen kannst. Das kannst du alles überprüfen. Und alles andere macht der Zweite, der reißt uns auseinander. Das heißt, je nachdem, welches Programm jetzt in dir läuft, glaubst du eben, du bist der Arne, du bist der Heiko oder du bist der Udo. Voll mit allem, was dazugehört, mit deiner Umgebung. Aber wen erzähle ich jetzt das? Der, der sich diese drei Brösel ausdenkt. Ja. Und das sind jetzt eindeutig drei Brösel auf dem Bildschirm. Und du wirst jetzt feststellen, dass einer, der ganz klein oben ist, in der Ecke oben. Da sagst du, gut, das ist ja bloß mein Bild, ich sitze ja vor dem Computer. Aber das Bild, das du jetzt siehst, wenn du glaubst, du bist der Heiko, da ist der Heiko oben in der Ecke und wenn du glaubst, du bist der Arndt, ist der Arndt oben in der Ecke und wenn du glaubst, du bist der Udo, ist der Udo oben in der Ecke. So denke ich mir das jetzt zumindest aus, weil ich immer der bin, der sich das aus... Ich sehe nur das, was ich ausdenke. Ich kann aber einen Splitscreen umschalten. Weil ich ja das Zentrum bin von euch. Jetzt habe ich halt zu Bena durchgesprochen jetzt die ganze Zeit. Und das Spiel beginnt mit du bist ich. Du kannst jetzt rennen und wenden, wie du willst. Das ist meine Botschaft. Du weißt, wie oft ich erwähne, ich sage nicht, wie genial der Udo ist. Ich sag, wie genial musst du selbst sein, wenn du dir so einen genialen Udo ausdenken kannst. Den es ja gar nicht geben würde, wenn du ihn nicht ausdenkst. Du hast komplett verloren, was du bist, aus dem Bewusstsein verloren. Das ist aber der Preis, den du zu bezahlen hast, um dich zurzeit als diese Personifizierung erleben zu können. Und wenn du mal von der bewussten Ebene bist, kannst du das umschalten. Auf der höheren Ebene ist eh alles anders. Also vergess das ganze Geschwätz von Himmelreich, was Religionen sagen, weil die ja letztendlich ihre Ebene nicht ändern. Da ist ja dann immer bloß die Welt ohne Krankheiten, die Welt, es ist geistlos, materieller geistloser Schwachsinn. Wenn ich jetzt nur in unserem Leben bleibe, wenn ich aus der Windelphase rauskomme und ich komme in den Kindergarten, bin ich schon in einer ganz anderen Lebensphase. Wenn ich dann in die Schule komme, bin ich wieder in einer anderen Lebensphase. Selbst da ändert sich das ja laufend. Bis ich dann dieser Materialismus, auch die ganzen Interessen, alles ändert sich. Und in der letzten Phase musst du halt irgendwann einmal loslassen, dass du merkst, das kann es noch nicht sein. Weil jetzt langsam ein Bewusstwerdeprozess da sein soll. Du kannst doch keine Existenzen retten. Da kann ich tausendmal sagen, versuch einen Gedanken am Leben zu halten. Schau deine Tastatur an und versuch die am Leben zu halten. Ja. Da darfst du dann nichts mehr anders denken, Heiko. Du darfst auf deiner Verabredung überhaupt kein anderes Bild mehr aufbauen. Ja. Aber es geht ja nichts kaputt. Du hast aus dieser Einheit was vor dich hingestellt, um das erleben zu dürfen und jede neue Gedanke, den du rausholst, den du gar nicht rausholen kannst, die Bilder, wenn du einen Film anschaust, wann hast du da deine rausgeholt? Und wenn du in Arbeitsspeicher was reinlegst, wird es nicht aus der Festplatte rausgeholt. Und das, was wir jetzt runterladen vom Internet auf die Festplatte, wird auch nicht aus der Internetdatei rausgeholt. Das ist alles statisch. Das sind nur diese Kollektion, Selektion herausgedacht, herausgespiegelt in verschiedenen Treppenstufen. Das ist die Himmelsleiter. Das macht den Kern von Holofeeling aus, was man da mit der Sprache und so macht, ist nochmal eine andere Welt. Ja. Heiko, jetzt haben wir ungefähr ein Viertel. Wenn es dich interessiert. Also da wundere ich mich jetzt eh, wieso, weil das hast du da Erklärung, wieso die das mit einer Textdatei abspeichern? Darf ich bitte kurz stören? Hallo miteinander. Hallo Udo. Ich gehe jetzt in den Ofen, lass bitte alles so, wie es ist. Jawohl, Mann. Das heiße Wasser. Jawohl. Ich lass da so, wie es ist. Jawohl. Und fast nichts machen. Schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten. Gleichfalls. Ciao. Ich mache das, was die Frau sagt jetzt. Lass mich mal von oben anfangen.
Ich denke mir einen Denker. Dieser Denker, der denkt sich jetzt erstmal an Heiko, wie der eben so ist. Und der denkt sich. Ich muss gleich ein Veto schreien. Du denkst dir jetzt erst einmal, du denkst dir, was, wir fangen ganz von oben an. Du darfst gleich weitermachen. Du hast bloß Stufen ausgelassen. Das heißt, ich, JCH, denk mir zuerst einmal jemanden aus. Das ist das rote ICH. Okay? Ja. Ich denke mir jetzt zuerst einmal jemanden aus, der sich einen Denker ausdenkt. Das ist das blaue Ich. Und der denkt sich jetzt den Heiko aus. Und ist der dabei? JCH denkt sich zuerst einmal das rote Ich. Das heißt, ich denke mir einen aus. Das rote Ich ist genauso wenig wie JCH. JCH denkt sich einen Geistesfunken aus, der sich einen Denker ausdenkt. Das ist das blaue Ich. Der Denker ist noch nicht die Figur, das ist das Programm. Und aufgrund dieses Programms wird der, den ich mir ausdenke, wenn er an sich denkt, an die Person denken. Jetzt kannst du weitermachen. Wenn ich den jetzt zuschaue, kriegst du das auch unter in irgendeinen dieser Ichs oder bin das einfach ich, der zuschaut? Selbstverständlich, pass auf, zuschauen. JCH sieht alles, aber das nur in Chats. Der denkt nur in Chats, das ist ein reines Chatdenken. Dieser JCH beobachtet ICH, was ICH zu erleben bekommt aufgrund seines blauen Ichs. Bist du dabei? Fast. Heiko, pass auf, ich habe doch diese zwei Stufungen. Wenn wir jetzt die zwei Stufungen machen, dass wir fangen bei dem kleinen blauen Ich an. Das ist der ganz normale Logik eines Materialisten. Ich bin dieser Körper und ich erlebe bloß das, was ich auf der Farbbrille, was um mich herum ist, wo ich nichts damit zu tun habe. Und dieses blaue Ich, was dieses, jetzt wenn ich schon sage, was diese Person erlebt, eine Person, eine Maske erlebt nichts. Genau. So wenig wie auf einem Dauer auf dem Bildschirm. Okay? Das, aber wir bleiben mal die erste Stufe. Es hängen immer zwei Stufen zusammen. Wir fangen unten an. Das ist das kleine blaue Ich. Zu dem kleinen blauen Ich gehört zuerst einmal ein großes blaues Ich. Das große blaue Ich kann sich viele kleine blaue Ich, viele Personen ausdenken. Bei manchen sagst du, das bin ich, bei manchen sagst du, das bin ich nicht. Das macht das große blaue Ich. Aber das ist blau. Blau ist ein Programm, erlebt nichts. Und Figuren, die von einem Programm aufgeschmissen werden, erleben gleich zweimal nichts. Das ist aber untrennbar miteinander verkoppelt. Alle Figuren, eigentlich alles, was in dir auftaucht, nicht nur die kleinen blauen Ichs, die Personen, sondern auch alle anderen Dinge, hängen mit einem großen blauen Ich zusammen. Das große blaue Ich sagt natürlich beim Gedanken an Personen auch, das bin ich oder das war ich einmal als Kind, das werde ich sein oder die anderen Personen bin ich nicht. Jetzt machen wir einen Schritt hoch. Jetzt nehmen wir, das ist die Kombination kleines und großes blaues Ich. Jetzt machen wir einen Schritt nach oben. Das heißt, das große blaue Ich hängt mit einem großen, mit einem roten Ich zusammen. Das ist jetzt der Geist, der das Buch liest, der mit einem bestimmten Programm arbeitet. Der erlebt schon was. Das ist schon Bewusstsein, dieses Ich. Das ist das, wo ich sage, ich denke mir einen Denker aus. Alles, was der Denker sich denkt, ist nur, wenn es der Denker sich denkt. Erleben tut es aber nicht dieser ausgedachte Denker, der ist auch nur was Ausgedachtes, sondern das rote Ich, der Geistesfunken, der mit diesem großen blauen Ich, der sagt, das bin ich. Ich meine jetzt in Bezug auf Mensch. Wenn ist der Unterschied, ob du an dich als Mensch denkst, dann was hast du dann eigentlich für Informationen? Gar keine. Weil das die Datei ist. Du denkst dann sofort, du machst gleich den Sprung, dass du immer an den aktuellen Körper denkst. Wenn du dich als Mensch denkst, wird dir klar, dass du vom Säugling bis zum Greis viele Körper hast. Jetzt gedacht, aufgespannt. Und dieses rote Ich, der Geistesfunken, erlebt dann dieses spezielle Leben, das ihm dieses blaue Ich, das er zu sein glaubt, dieser Mensch, der er zu sein glaubt, aufzwingt. Das ist übrigens auch schon, wenn du mit 6 in die Schule kommst, bloß solche Gedanken machst du dir als 6-Jähriger noch nicht. Ja. Okay? Und jetzt mach meinen nächsten Sprung. Und jetzt der nächste Sprung ist das rote Ich. Und das JCH, das ist schon beides rot. Das ist eigentlich schon, das ist, ich denke mir zuerst einmal jemanden aus. Das heißt, JCH denkt sich ein rotes Ich aus, darum bleibt es sehr neutral. Das ist noch nicht einmal ein Ich, das ist nur Bewusstsein. Okay? Ich denke mir jemanden aus, der sich einen Menschen ausdenkt, ein blaues Ich ausdenkt, wo er sagt, das bin ich. Und aufgrund dieses Mensch, der du zu sein glaubst, das Programm, der Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt,
ist jetzt alles, was aus diesem Programm, aus diesem Buch entspringt, angefangen bei dem, bei der Person, die du zu sein glaubst, die du gewesen, angeblich einmal warst und all die anderen Sachen, die erlebt aber dieser, der sich diesen Denker, das blaue Ich aus, dieses Programm ausdenkt. Also das Bleibenfeld, das habe ich so oft durchgespielt. Und, ja. das gilt, pass auf, das gilt, das ist kein Vorwurf, das ist eine Erfahrung, eine sehr, sehr viele Erfahrung, dass es ist wie mit der Sache mit dem blinden Arschloch. Ich sage, wenn du das hörst und du meinst, du gehst den Gedankengang mit, du hast es begriffen, dein Leben wird dir lehren, dass du mindestens noch 20 Seiten, ich sage jetzt einmal nicht chronologisch denken, 20 Seiten, 20 Jahre durchrastern musst, bis du dann wirklich sagst, mal bin ich neben mir gestanden. Der hat es am ersten Tag schon gesagt. Ich habe jetzt etliche Brösel, die ich mir ausdenke, blaue Ichs, also diese Geistesfunken sind so weit in ihrem Programm, in dem Durchschauen, dass Diana zum Beispiel, die ist entsetzt, wo sie sagt, wenn ich all die Sachen wieder lese, die ich schon mindestens 10, 20 Mal gelesen habe, wenn ich jetzt wieder reingehe, das sind Sätze, die sagt, das ist so klar in einem Satz, ganz ohne das falsch auslegen zu können. Der zweite macht dich so unendlich blick, das hörst du, das ist logisch, aber was das letzten Endes für dich bedeutet. Wenn ich es doch verstanden habe, wenn ich doch verstanden habe, dass morgen nichts passieren kann, das ist doch sofort vollkommen klar. Versuche mal morgen irgendwas zu machen, Heiko. Du wirst es jetzt machen. Du kannst jetzt dran denken, dass du das morgen machst. Es wird morgen nichts. Sorge dich nicht um morgen. Du wirst nicht morgen sterben und nicht in 10 Jahren und nicht in 20 Jahren. Dieses SD-Erben passiert im Jetzt. Das heißt, dass du mal die abtrünnigen, die raumzeitigen Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Sterben. Ich kann natürlich auch SDR lesen, das hast du dann rot gelesen, Geheimnis, auch ein Versteck und das heißt widerlegen, ständig sich etwas widerlegen. Aber wieder, das Wort widerlegen, beginnt ja wie DR, wie eine geöffnete Berechnung und DR wiederum heißt Generation. Seid ihr dabei? Heiko, stell dir leid, ich habe gerade, ja, ich habe, kannst du mir bitte das nochmal ausführlicher machen, das rote Ich. Und das mit J geschrieben, die beiden. Wenn also pass auf, sagst, ich fange mal, Heiko, ich fange mal formulieren, mal bitte. Du sagst, ja? Der das erlebt, das ist der Geistesfunken, also dieses Ich. Was ist mit dem JCH, was erlebt der? Das JCH und das ICH sind beides rot, sind eins. Und die sind auch eins mit UB. Rot, das ist nicht denkbar. Jetzt mache ich nochmal den Satz aus dem Requiem. Ja. El Hayom ist allein, das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, der, dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. So hast du im Regwerden. Das heißt, das ist der Adam. Darum nennt man den Jesus auch den dritten Adam. Also der Jesus ist der zweite Adam eigentlich. Okay, der denkt sich an Adam. Das heißt, Gott erschuf den Adam und der ist ja Seger wie eine Kaba. Männlich und weiblich, was ja Denker und Ausgedachtes heißt. Der ist ein rotes Ich, das ist der Denker. Und das Ausgedachte, da gehört auch schon das blaue Ich dazu. Ich bin dieser Mensch. Wenn du an dich als Mensch denkst, denkst du dich ja nicht als Person, sondern du denkst den Schwamminhalt. Okay? Da ist noch kein rotes Ich. Und jetzt ist es so, da ist nur dieses Leben des JCH in dieser Märchengeschichte. Und der erkennt jetzt als erster, dass er übrigens mit 33 Jahren, 33 ist die Welle, dass er eins ist mit dem Vater. Das heißt, der Gedanke Jesus, ja was, ich bin ja bloß ein Gedanke. Ich bin ja eins mit dem Meer. Ich bin ja eigentlich das Meer, ich bin die Lebendigkeit des Meers. Gott wird durch den Adam lebendig, weil er zu einem Denker wird, der sich was ausdenkt. Das heißt, mit 33 erkenne ich UB und bin eins mit dem Vater. Das heißt, UB und JCH, JCH-UB, ist eigentlich eins, es ist rot. Aber jetzt haben wir wieder das Anfangsproblem. Er ist wieder allein. Okay, und jetzt dieser JCH, denkt sich jetzt jemanden aus, das ist der Geistesfunken, das ist auch er. Das ist, wenn ich immer wieder sage, das Buch, das du zurzeit liest, habe ich schon gelesen. Das nimmt das einfach als Metapher. Der muss sich jetzt auch wieder an ausdenken. Das ist ein blaues Ich. Das ist der Schwamminhalt. Das wäre jetzt, ich sage, ersetzt das ICH als Computer. Und ich habe ein gewisses blaues Ich in mir drin und das macht die Bilder. Das ist der Schwamminhalt. Und erleben tut es das blaue Ich, aber das rote Ich, der Geistesfunk, aber der Geistesfunk ist eins mit JCH, das erlebt auch JCH, das ist der vom Bücherregal, der sagt, die Bücher habe ich schon gelesen. Aber der ist in einem Bereich, das sind nur Chats, das sind keine Bilder.
Um Bilder zu machen, musst du Divisionen machen. Läuft in gewisser Weise. Die Division von ICH zu vielen Geistesfunken ist noch keine Division, weil das rot ist. Das ist sehr abstrakt. Das ist sehr abstrakt. Das ist ein Denken ohne zu denken. Das ist, was ich immer sage mit Chatting. Das ist das Ja. Das ist das Ja. Das ist der göttliche Schöpfer. Ja. Aber die personifizierte Erlebung ist nur möglich, dass er sich praktisch, pass auf, wenn wir jetzt einen Tetraeder machen, das erste Licht mit dem Spiegel drumherum, das ist ja schon ausgedacht, du musst jetzt eins durchdenken, das habe ich oft gesagt. Pass auf, wir machen jetzt immer, wenn wir schauen, haben wir viele Lichter um uns herum, das heißt, die ersten Lichter, die, der erste, der jetzt ja auch was Ausgedachtes ist. Okay? Dich selber kannst du ja nicht sehen. Die ersten Lichter, die du siehst, sitzt jeder dieser Lichter in einem Tetraeder. Wenn du jetzt ein rotes Ich warst, bist du in irgendeinem Tetraeder. Dieser Tetraeder wiederum, wenn du da drin sitzt, empfindest du dich als Mittelpunkt. Jetzt hast du um dich herum wieder lauter Lichter. Okay? Das heißt, die ersten Lichter, die sind, diese ersten Tetraederschicht, die ich von äußersten Mittelpunkt aus sehe, das sind Geistesfunken. Die sind aber eins mit mir. Das ist ja nur Spiegelungen. Sobald ich mich jetzt zu so einem Geistesfunk mache, habe ich um mich herum auch wieder Lichter. Das sind aber keine Lichter mehr, weil das eine Unterform ist. Das sind blaue Ichs. Sobald einer dieser Geistesfunk sagt, ich bin dieses Ich, sitzt er wieder in einem Tetraeder. Und der hat jetzt um sich herum wieder Lichter. Das sind jetzt viele Personen, wo er von einigen jetzt schon definiert, aufgrund seines Blaues, ich, diese Personen bin ich, war ich, werde ich sein und die anderen Personen bin ich nicht. Und jetzt kommen wir schon in den blauen Bereich. Das sind aber Untersysteme von Untersystemen. Aber du musst es nicht so kompliziert machen. Nimm doch ganz einfach zuerst einmal, was ich jetzt sehe. Ich, Geist. Geistesfunk ist ein rotes Ich. Steht und fällt mit meinen Schwamminhalt. Du hast, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du darfst nicht verwechseln, dass wenn ich jetzt der Heiko bin und ich denke an Udo und an Arndt, die existieren wirklich nur in meinem Traum. Wenn ich das Abendprogramm laufen habe, kann es sein, dass der zurzeit mit der Karin irgendwo beim Einkaufen ist. Es kann aber auch sein, dass er gerade in die Schule geht, weil da keine Zeit existiert. Da ist alles gleichzeitig, wenn es nicht gedacht wird. Das ist wie wenn du jetzt eine Datei hast, wo 5 oder 10 oder 100 Filme drauf sind. Jetzt denken wir schon, die Datei, da ist alles, was überhaupt auftauchen kann, ist gleichzeitig da. Mhm. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Und darum ist es auch, wenn wir GDA spielen, oder ich mache jetzt gern immer, dass das, was du magst, ich könnte es noch einfacher reduzieren, immer früher habe ich gesagt, mit Anno, dieses Bevölkern. Wir geben 500.000 Menschen, geben wir das Programm Anno. Das ist natürlich jetzt sehr grob, aber im Prinzip, da fährt das Anno, das Beginn des Anno, Inselbevölkern, da fährt ein Schiff an der Insel. Jeder Spieler, der dieses Konstruktprogramm startet, fährt mit seinem Ich auf eine Insel. Ei. Schöpferischer Intellekt oder Schöpfergott, wie du es nennst, für die Insel. Weil er jetzt mit seinen KI-Sachen, wo er die Häuser hinsetzt, wie er das aufbaut, was er Schwerpunkte setzt. Ich spiele zum Beispiel mit Jan und Ariani vor vielen, vielen Jahren, spielen wir Anno. Da gibt es einen Mehrplayer-Modus. Und ich habe natürlich hier Schulen aufgebaut und Straßen und Zeug und war und habe geschaut, dass es meinen Leuten gut geht. Und der Jan, die Drecksau, das ist Jan-Charakter. Ich muss immer wieder sagen, ich rede nicht von gut und schlecht. Der hat seine Bevölkerung geknechtet. Der hat sofort, der wollte gar nichts, keine Lebens. Er hat gesagt, wir brauchen Militär. Weil Jan ist so ein Gewinnercharakter. Und der hat nur alles wirklich gemacht, dass er möglichst schnell ein Militär aufbaut. Denn sein Ding war total verhunzt, seine Insel, aber Militär ist gewachsen. Bei mir ist den Leuten gut gegangen, die sind auf dem Marktplatz rumgetanzt. Und was ist dann? Und plötzlich kommt der Jan mit seiner Armee und nimmt mich komplett ein, weil ich kein Militär nicht aufgebaut habe. Ich habe das Geld anders investiert. Jetzt kannst du natürlich wieder deine Moral anschauen, was du für Schwerpunkte setzt. Aber du musst dich lösen von richtig und verkehrt. Nichts ist trügerischer wie Moral. Ja. Denk an Mosea im Hebräischen. Ja. Die Moral hat zu tun mit der Tradition, diese unendliche Entgeistigung von Menschen, ob du ein Jude bist, denk die Fiegenstall-Vorträge. Was habe ich euch, Heiko, mit diesen Vorträgen, die du geschnitten hast, die letzten, seit Fiegenstall? Weißt du, was du für einen Weisheitsschatz hast in Kleinigkeiten, was da drin ist? Es überragt wirklich alles, was die Menschheit weiß. Mit Erdkugeln, mit den Pyramiden, wo die sich im Kopf zerbrechen. In dem Moment, wo du wirklich akzeptierst, dass du jetzt träumst,
dass alles, was du im Internet in deinem Traum anschaust, letztendlich aus dir kommt, aus Gott kommt, aus dieser Einheit kommt. Dass all diese Fragen, wo die sich stellen, im Weißen Buch Vortrag, ein Bild ist ein Bild. Schau einfach, was jetzt da ist. Jetzt. Dann wirst du jetzt erst einmal sehen, dass sich das ständig verändert. Auch deine Interpretationen. Es existiert wirklich nur das, was da ist. Und alles andere ist auch da, aber eben in dieser, in der darunter liegenden Kollektion, was das mal ist, was im Arbeitsspeicher ist. Wenn wir jetzt skypen, müssen wir jetzt erst einmal das Programm Skype aufmachen im Arbeitsspeicher. Wir denken an das Skype nicht. Was im Arbeitsspeicher ist, wenn du liest, wenn du PDF lesen musst, ein Buch liest, siehst du immer nur die Seite. Nicht einmal die Seite siehst du, sondern das ist wie beim Lesen, wenn du einen spannenden Roman liest, ist nicht einmal die Seite da. Du machst aus den Worten Vorstellungen und deine ganze Konzentration liegt auf den Vorstellungen, die du aus den Worten rausgenerierst. Stimmt oder stimmt? Du kannst dir natürlich bewusst machen, dass ich jetzt auf dem Bildschirm glotze und eigentlich nur Worte vor mir habe, auf der VR-Brille. Da muss ich mir aber klar machen, dass das wieder nur ein kleiner Auszug ist aus einer Datei im Arbeitsspeicher. Und dann existiert der Arbeitsspeicher feinstofflich. Dann denke ich mir eine tiefere Ebene unter mich. Ich könnte jetzt sagen, war jetzt die ganze Zeit die Zimmer-D-Ecke über dir. Schau mal hoch, Heiko. Wo war jetzt die ganze Zeit? War diese geöffnete Ecke, die Z im Meer, die Geburt im Meer, diese Zimmerdecke gegen, war die ganze Zeit da? Die war selbstverständlich da, aber nicht da außen auf der VR-Brille, sondern in dir im Arbeitsspeicher im Hintergrund. Das ist das, was du begreifen musst. Existieren du zuerst, wenn du das im Arbeitsspeicher dann auf die VR-Brille holst oder feinstofflich denkst. Aber sobald du oben denkst, oben, entsteht ein unten. Jetzt kann ich sagen, schau auf den Boden. Das heißt, in mir ist eine geöffnete Existenz. Und jetzt wirst du feststellen, warst du jetzt die ganze Zeit oben oder unten? Nee, du warst da. Du schaust, wenn du an oben denkst, entsteht im selben Moment unten und du sagst jetzt dummerweise, ich bin unten, weil ich ja nach oben schaue. Nein, du bist die Mitte. Du schaust von der Mitte nach oben oder nach unten. Versuch einmal, die Decke und den Boden gleichzeitig anzuschauen in der 90-Grad-Winkel. Dann hast du vor dir, hinter dir. Jetzt macht man natürlich den Trick, dass du das aufspannst. Ne? Aber da könnte ich jetzt viel genauer, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir reden von dem, was ist. Das entspringt immer beides und du schaust immer nur das eine an und das andere ist im Hintergrund. Das ist mein Jetzt ist ganz still. Im selben Moment entsteht Lärm. Du sagst ja, vorher hat er gequatscht, jetzt hat er für einen kleinen Moment den Mund gehalten, der Udo, weil du schon wieder Vergangenheit konstruierst. Und wenn das installiert ist, logisch begriffen, ist die eine Seite. Darum sage ich immer, du musst dir vorstellen, du hast ein super Programm im Internet, totale Beschreibung, kostenlos, du lädst dir das runter. Dann hast du es begriffen. Dann hast du alles gelesen, was man damit machen kann. Du kannst aber nichts damit machen, bevor du das installierst. Nur weil du das runterlädst, weil du das weißt, weil du es begriffen hast, ist es noch nicht installiert. Wenn ich sage, sorge dich nicht um morgen, ist eigentlich logisch, morgen kann nichts passieren. Du hast begriffen, dass was passiert, jetzt passiert. Das interessiert aber den Zweiten überhaupt nicht, weil der noch in dir läuft. Du hast es nicht installiert. Darum geht es mir. Das ist der Kern, nicht Wörter aufhören. Das ist nur so am Rande, je nachdem, welcher jeder Charakter reagiert auf was anders. Und es kann nur installiert werden durch ständiges Wiederholen? Genauso ist es. Und wie lang das ist, hängt davon ab, wie mächtig der Zweite in dir ist. Ja. In mir taucht bezüglich der Heiko-Frage auch noch eine Frage auf, die möchte ich bitte noch stellen. Wer nimmt das Buch aus dem Bücherregal? Wenn wir bei diesen der alles macht. Du bist voll auf der roten Ebene. Und selbst ich. Jetzt ist er eingefroren. Hörst du mich noch, Heiko? Ja, klar, ich höre dich. Was ich gerade beobachte, ist, was mein Konstrukt nun daraus konstruiert. Bei dem Udo ist das Internet abgerissen. Ne? Ja. Konstruierst ja sofort. Das ist da passiert. Und, ja. Dann sagt er, mal gucken, was haben die Brösel zwischendurch gemacht, so ungefähr. Ja? Also jetzt, das kommt automatisch, kommt das in mir hoch. Ja. Das ist ja logisch, dass bei ihm das Internet abgerissen ist. Aber die Stelle ist hochinteressant. Ich habe nicht aufgepasst, was er gerade gesagt hat. Also ich weiß es nicht mehr.
Ich habe ihn gefragt, wer das Buch aus dem Bücherregal nimmt. Ja. Daraufhin hat er. Das war genau diese Stelle angesprochen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, das Wiederholen. Ja. Ne? Und du weißt ja genau, dass ich da was anderes drüber denke, ne? Ja. Und er hat gesagt, der alles macht, der eine, der alles macht. Und dann ist das Gespräch abgerissen, sagt die Logik. Guck mal, ich sage ja, reines Wiederholen, ein mechanisches Wiederholen, kann es nicht schaffen. Nein, weil das wäre ein Auswendiglernen. Ja eben, es muss doch mindestens einer da sein, der sich darüber geistreiche Gedanken macht. Und der das es heißt versteht. Also, dass, weil du sagst, geht es nur durch Wiederholen, da muss man Wiederholen definieren. Könnte jetzt sagen, wiederholen, ja, das ist schon wieder noch was anderes, als was ich unter dem Wort wiederholen verstehe. Wiederholen könnte man dann noch erweitern und sagen, wieder erinnern. Ja, ich geh mal pinkeln. Boah, Alter, das ist voll auf der Aufzeichnung drauf jetzt, gell? Das ist ja der reinste Wasserfall. Da muss ich gerade an den Schiffbrüchigen denken auf der Insel. Der hat jetzt gerade eine Quelle entdeckt. Hat das Mikrofon so hoch geregelt, dass man das alles hört? Ja, so, Leute, ich bin ausgestiegen. Jetzt habe ich wieder bloß eine Seite. Heiko? Ja? Bist du auch da? Jetzt habe ich wieder bloß eine. Mein Internet ist ausgefallen wieder kurz. Wo war ich denn stehen? Was habt ihr noch gehört? Ich hatte die Frage gestellt, wer ja, das... Ja, Kategorie 1. Pass auf, Kategorie 1 ist immer, wenn du eine Frage stellst und du willst als Antwort irgendwas raumzeitlich Ausgedachtes, entweder einen Zeitpunkt, einen Ort, wann war der Griech, wer hat es entdeckt, wer hat es erfunden, fragst du nach irgendeiner Facette. Dich sollten Facetten nicht mehr interessieren, sondern das heilige Ganze. Also kannst du dir in Bezug auf deine geistige Weiterentwicklung jegliche Form von Fragen der Kategorie 1 sparen, weil einseitige Antworten führen dich in keinster Weise näher in das Bewusstsein, dass du selbst bist. Okay? Fragen der Kategorie 2, aber dann Antworten der Kategorie 2, das reduziert sich, dass du von zwei oder mehreren Möglichkeiten eine Antwort erwartest. Das sind die Fragen, ist das richtig, ist das verkehrt, ist das gut oder ist das böse, kannst du dir auch sparen, weil das auch wieder die Frage nach einer Einseitigkeit ist. Jetzt kommen die Fragen der Kategorie 3. Und die Fragen der Kategorie 3, wenn dir das bewusst ist, wenn du Fragen der Kategorie 3 stellst, die sind immer schon beantwortet. Die Frage der Kategorie 3 ist, warum ist das jetzt? Und dann kannst du gleich die antworten, weil ich jetzt das träume, weil ich es ausdenke. Mhm. Als träumender Geist kann man es nicht raussuchen. Mhm. Warum ist das da? Dann sage ich immer mal ganz einfach, du hast zu lernen, vor nicht zu niemandem Angst zu haben und über nicht zu niemandem dich aufzuregen und mit alles, was in dir auftaucht, einverstanden zu sein, weil es eine Gedankenwelle, eine Facette von dir selber ist. Mhm. Wo ist es? Hier. Und wann passiert es? Jetzt. Das heißt, wenn du das installiert hast, sind keine Probleme mehr da. Also Probleme sind zwar noch Sachen da, die vorgelegt werden, aber die kannst du sofort beantworten. Mhm. Und sobald du wieder merkst, dass du eine Kategorie 2 Frage willst, ein Ja oder ein Nein haben willst, Ja oder Nein, habe ich so oft gesagt, ist jetzt der Velja Barco da? Habe ich jetzt die Brille auf oder habe ich sie nicht auf? Der Gedanke an die Brille, sind beide Seiten gleichzeitig da, du siehst aber nur eine. Wenn du an deine Brille denkst, hast du die entweder auf oder du hast sie nicht auf. Solltest du sie in dem Moment aufhaben, wenn du an die Brille denkst, und du schaust jetzt in deinen Arbeitsspeicher rein, wird dir der zweite suggerieren, dass du die heute Morgen nicht aufgehabt hast beim Aufstehen und du wirst sie wieder abnehmen. Solltest du sie nicht aufhaben, sagst du vielleicht, wo ist jetzt meine Brille? Weil du meinst, die ist irgendwo anders. Aber sie ist dann trotzdem da. Auch wenn du sie woanders hindenkst.
Du siehst immer, du merkst, wie tief das wird. Das gilt für alles. Auch mit, ist jetzt die ganze Zeit hell oder dunkel gewesen. Ja, ist denn die Frage... Und wenn wir das jetzt sagen, ist, sind beide Seiten dort, denk wieder an unsere Erdkugel, und du meinst aber bloß, du bist auf einer Seite. Hast du dich gesund oder krank gefühlt, wie du aufmerksam zugehört hast? Wenn du an das eine denkst, entsteht im selben Moment das andere, und das, was da ist, ist dann jetzt, und das andere denkst du dir zeitlich vorher oder woanders hin. Je nachdem, was du, was für Welle das ist. Ist denn die Frage... Wenn du fragst, was ist dann mit dem, wer ist das, der die Bücher aus dem Bücherregal rausnimmt? Ja. Da ist jetzt schon wieder einseitige Antwort. Irgendwen. Das passiert in dir. Was ist, wenn du träumst? Was okay. für ein Leben lebe ich zurzeit? Das, okay. was im Arbeitsspeicher ist. Okay. Und wer sucht sich das raus? Das sucht sich keiner raus, weil auf der tieferen Ebene, auf der Festplatte, sind nämlich die ganzen blauen, ich sind in einem Bücherregal, in einer Festplatte abgelegt. Da wird nichts rauskommen. Darum sage ich immer, es wird nichts rauskommen. Es wird bloß... in Sackgassen reingedacht. Ja. Diese Verzweigungsbaum, auch in der Medizin, wenn du ein Fachmann bist, wenn ich dir jetzt Physik erkläre, die Schwierigkeit ist, wenn du keine Ahnung von Physik hast, um dir die Fehler, die Missverständnisse in den Physikbüchern zu erklären, muss ich in deine Kiste jetzt erst einmal eine rudimentäre Grundlage von dem Wissen, das in den Köpfen eines, in den Kisten eines Physikers drin ist, populärwissenschaftlich dir erklären, was Physiker glauben, dass das in dir drin ist, und erst dann kann ich dir erklären, was da eigentlich für Denkfehler drin sind. Eigentlich können wir uns das sparen, könnte ich jetzt sagen. Ja. Aber dann doch wieder nicht, weil das ja auch Facetten vom Heiligen Ganzen sind, wenn du das Heilige so spielst. Doch interessant. Ja. Übrigens, Heiko, ich gerade beim Runter, wo ich warten musste, bis mein Ruder wieder hochfährt, wir haben jetzt ein bisschen über ein Drittel. Bei mir von der Datei, Textdatei. Der Balken ist jetzt gut über ein Drittel. Also er rattert ganz schön im Hintergrund, um das Ding zu entfalten. Wie du jetzt kurz weg warst, Udo, Heike und ich, wir hatten dann nochmal eine interessante Frage, die in uns aufgetaucht ist. Ich hatte dich gefragt, wie kann ich das installieren? Ich habe es begriffen, ich habe es runtergeladen, das liegt im Ordner. Sagst du, durch ständiges Wiederholen. Jetzt Nein. müssen wir Das Wiederholen ist ein Zeichen, dass es noch nicht installiert ist. Das ist immer wieder, das installiert sich durch Verstehen. Eben. Durch Akzeptanz. Eben. Es installiert sich, wenn es begriffen ist und du lebst es nicht, ist es nicht installiert. Wenn du es zum Leben anfängst, was ich dir sage, wenn du dieses absolute Loslassen, und dann wirst du auch wieder merken, das sind Stufen, jetzt habe ich ja die Beispiele mit dem Udo, mit dem Internet. Das werden jetzt zurückgeblättert, ich mache jetzt extra, mir denken uns, es war in der Vergangenheit nie was. Das ist ein anderes Denken. Mein Problem ist, dass ich dir, du bist der Basic-Betriebssystem und ich soll dir erklären, was Linux ist, Windows ist. Ich meine, die hören, wo man fotorealistische Bilder machen kann und so weiter und so fort. Und ihr wisst, ich sage immer wieder, solange in dir das Haar drin ist, das ist Basic. Und dieses Basic, dieses symbolische Basic, das ist schon in der Lage, diese gigantische Welt, die du jetzt erlebst auf deiner VR-Brille, wenn du um die Welt reist, mit all den Menschen, mit den Charakteren, mit all dem, das ist unser symbolisches Basic. Und jetzt gehen wir in die Computertechnik. Du weißt, was du mit Basic machen kannst an Darstellung, was das an Grafik und an Geräuschen erzeugen kann. Das ist ein Nichts im Vergleich zu diesen höheren Betriebssystemen wie Windows oder Linux und so weiter. Das heißt, versuch bitte nicht mit einem jetzigen Basic, das schon diese gigantische Welt machen kann, aber im Prinzip von mir aus gesehen genauso primitiv ist wie Basic von Linux aus oder Windows aus gesehen primitiv ist. Dir das vor, ich versuche dir das gar nicht. Es ist wie wenn ich einen Säugling versuche, ihm zu erklären, welche Gefühle du hast, wenn du mit einer Frau schläfst. Ja, ja, ja. Das ist eine Frage von Reife. Darum ist auch jede Vorstellung, wo jetzt religiöse Menschen ihre ideale Welt, die sie sich ausdenken, ist immer noch eine Welt mit Trockennasenaffen. Die sind halt dann vielleicht unsterblich. Aber die brauchen dann immer noch zu essen und müssen kacken. Ja. Verstehst du, und dann nur Sonnenschein und keine Krankheiten, das ist die meine, die. Zunächst immer noch. Nochmal abgerissen. Ich sehe bei dir auch nur noch dein statisches Bild, dein Profilbild. Ja. So. Jetzt haben wir die Definition, so wie wir es eigentlich gesagt haben.
und auch schon gewusst haben, dass das eigentliche Wiederholen gar nichts bringt, weil das nur ein stures Auswendiglernen und Nachplappern ist. Du musst es leben. Und dadurch installierst du es. Das mit dem Wiederholen fand ich auch gut. Wenn ich es mir ständig ins Bewusstsein hole, immer wiederholen, dann ist ja noch was anderes, als wenn ich mich in der Welt vergesse. Ja, das ist eigentlich wie Wiedererinnern, kann man sagen dann. Dieses immer wiederholen, dieses ständige Wiedererinnern und das dann umsetzen in die Praxis, in das Leben, dann installiert sich's. Weil nur durch stures Wiederholen jetzt, anders ausgelegt, ist ein Auswendiglernen, so wie Holger gesagt hat. Er ist der einzige Ingenieur, der der schlechteste Ingenieur ist oder irgendwie so gut, weil er hat alles einfach nur auswendig gelernt und deshalb war er so gut. Das bringt dich nicht weiter. Und die Fehler, die bringen dich weiter, wo wir schon drüber gesprochen haben. Gerade die Fehler. Ich habe es gestern, schönes Beispiel, einmal Himmel und zurück, einfach nur runtergeladen, keine Cutliste, nichts, voll angeschissen, Werbung ohne Ende, alle 15 Minuten, weiß ich nicht wie lang, 8, 9, 10 Minuten Werbeblock. Gabi sagt, na toll, macht richtig Spaß, die Filme runterzuladen, die dann voller Werbung sind. Habe ich heute Morgen schon geändert, Cutliste eingefügt, Film läuft ohne Werbung. Fehler gemacht, gelernt. Einfaches Beispiel. Und wir sind wieder bei unserer Werbung. Genau. Wir sind Lass die Werbung weg. Du wirst sehen, das wird angenehmer. Ja. Also lass die Welt, die um dich wirbt, um Aufmerksamkeit, guck hier, schau das Ganze, lass das weg, es lenkt dich nur ab und hol dir wieder, ja, wer du bist. Genau, das ist das Wiederholen, das gemeint ist, das Wiederholen. Hol es dir, das ist zwar jetzt Zeit, hört sich wie Zeit an, aber hol es dir wieder zurück. Aber eigentlich kannst du es dir auch wieder nicht zurückholen, weil es ja, ja Leute, schon hat. Ich bin wieder da. Jetzt spinnt mein Internet immer wieder. Das ist also hier das Installieren. Ich mache da weiter, ich weiß nicht, was ihr jetzt gesprochen habt. Ich habe noch die Worte, ich habe von dir noch gehört. Installieren tut sich das, wenn du es zum Leben anfängst. Aber du wirst merken, der zweite, das sind zwei Schichten. Jetzt mache ich diese Udo-Geschichte mit dem Internet, auch jetzt. Vor einem halben Jahr, wenn jetzt das wieder passiert wäre, habe ich mich zwar überhaupt nicht mehr drüber aufgeregt, aber das Programm Udo hat reagiert, ich habe sofort einen Schweißausbruch gekriegt. Scheiße, Programm Udo. Ich als Beobachter ist Beobachter da. Ich kann nur beobachten, ob ich jetzt nicht einverstanden bin. Jetzt pass auf, jetzt haben wir zwei Stufen. Ob ich nicht einverstanden bin, dass mein Internet ausfällt. Oder ich gehe einen Schritt weiter. Ich ärgere mich über das Internet und dann komme ich irgendwann, dass ich sage, scheiß drauf. Jetzt kriege ich aber immer nur einen Schweißausbruch und jetzt ärgere ich mich drüber, dass immer mein Körper ich trotzdem nur einen Schweißausbruch kriege, weil die Maschine, das Programm läuft ja noch weiter. Und jetzt musst du eigentlich einen Dreifachschritt machen. Jetzt zum Beispiel muss ich dir sagen, juckt mich das jetzt gar nicht, wenn es weg ist. Das ist dieses Einverstandensein. Fordere dein Wille geschehe. Du kriegst Beispiele, jeder Moment in dir, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Weil wenn du bewusst bist, kannst du sofort Kategorie 3, was soll mir das jetzt sagen, dass ich das dann mal lerne, mich über nichts und niemanden aufzuregen. Und ich sage, fang mal die Kleinigkeiten an. Und dann wird dir der liebe Gott zeigen, dass ein Bibifax er dir noch einspielt, wo du total körperlich mit einem Programm ausrastest. Ja, ja, ja. Und du wirst dann merken, dass das besser wird. Ja. Darum mache ich jetzt immer den Brösel Udo wie euch. Das jetzt juckt es mich gar nicht. Ich habe dann normalerweise das Spiel, jetzt könnte ich wieder anrufen, da stimmt was nicht. Mache ich nicht mehr. Haben wir fest vorgekommen, scheiß drauf. Ich war ja so weit jetzt mit dem Windows 7, mit dem Blattmachen, Heiko. Selbst wenn der Computer gar nicht mehr ging, wäre es mir wurscht. Es ist mir wurscht. Jetzt kommt nämlich die Erkenntnis, weil du ja permanent das Haar festhältst. Wenn du mir dein Haar gibst, dann kriegst du das Wort Haus dafür. Wenn du aber das Haar nicht hergeben willst, musst du wissen, dass das Haar ja so viel Filter hat und alles, was bei dem Haar, das A, das U, das S, filterst du raus, weil du es ja nicht haben willst. Wir mussten die Festplatte platt machen, um das Linux einzeln aufspielen zu können. Und schon das Partitionen, dass es parallel läuft, hast du immer noch den alten Scheiß im Hintergrund. Du musst es komplett rausschmeißen.
Das ist dieses Sterben, dass du dich einmal absolut auf Null setzt, dass dann was vollkommen Neues aufgespielt wird. Es ist der Sack mit Steinen, den du mitschleppst, weil du meinst, es wäre noch wichtig. Wo ich dir gesagt habe, jetzt will meine Outlook dorten. Habe ich gesagt, scheiß drauf, ich brauch's nicht. Jetzt muss ich ja mal ehrlich sein, da ist so viel Zeug auf meinem Windows drauf, dass ich jetzt selbst Word. Ich wüsste nicht, dass ich die letzten 1,5 Jahre einmal Word, um was zu schreiben. Ich habe es manchmal aufgemacht, um irgendein Bildwächern umkopieren, weil es schneller geht. Ich habe das nicht mehr benutzt, aber jetzt geh rein in den Diana-Ordner und schau dir diese 20.000, die Updates, die sind alle auf Word geschrieben. Auf dem, das hat der Mord seine Schuldigkeit getan. Ich habe es nicht mehr benutzt die letzte Zeit. Diese Programme, wo ich noch habe, wo man, ach, die könnten wir mal wieder brauchen. Du weißt das wie beim Auf, das könnten wir mal wieder brauchen. Genau, ich habe es noch nicht benutzt, da die ganzen Daten. Immer schön festhalten, immer schön der Weidezaun, immer fest an den Weidezaun, Heiko. Ja. Das ist, jetzt merkst du, dass das alles so einfach wird, wenn man das einmal checkt. Ja. Was macht er dann jetzt? Udo, schalt das aus. Was? Bricht das Programm ab, beende das. Warte mal, Heiko, jetzt bin ich irgendwo hinkommen. Wo bin ich jetzt hinkommen? Jetzt hat er mir die Leiste weggemacht. Wie kriege ich die Leiste wieder? Seid ihr noch dran? Kann das sein, dass er das Programm jetzt im Hintergrund irgendwie ausführt? Dann jetzt habe ich sie wieder. Nee, das ist ungefähr knapp die Hälfte habe ich. Ja, bricht das ab. Ich glaube, der macht nichts. Der öffnet nur das Dokument und das braucht so lange, weil das so groß ist. Aber da steht doch Installer drauf. Linux-Installer. Dir, wir lassen das jetzt einmal nur durchlaufen. Merkst du das, wie ich mich darum sorge jetzt, dass ich dir da keinen Scheiß erzählt habe? Wie ich mich dabei fühle, was du über mich denkst, weißt du, diese Nummer läuft hier gerade. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, inwieweit das Textdokument dann Ding sein kann, aber da steht C64.run, du sagst, das ist eine Installationsdatei irgendwie. Ist es ja. Ja, und jetzt haben wir knapp ein Stück vor der Hälfte, also ein gutes Drittel haben wir jetzt, ich bin von den Balken jetzt, ja, ein gutes Drittel. Gutes Drittel, wir sind ein ganzes knapp vor der Hälfte. Mich stört es nicht, das können wir doch einmal durchlaufen lassen. Das kann ja nichts passieren, oder? Wenn das jetzt dann, dass da mal intakt ist. Was mich jetzt, wenn mehr ärgern würde, würde ich sagen, wenn jetzt das runtergeladen würde und mein Internet reißt ab. Ja. Das wäre ärgerlicher. Aber so juckt mich das. Was, wenn jetzt fast voll ist und er reißt das Internet irgendwie ab und er kann die Datei nicht weiterladen, wie die zwischenspeichert. Aber ist das jetzt ungefähr gecheckt? Das muss man so viele Worte machen für etwas, was so einfach ist. Ja. Es sind so unheimlich viele Worte. Es ist wie mit der Textdatei. Jetzt haben wir vielleicht schon ein bisschen hier, was uns die Textdatei sagen soll, Heiko. Das ist das Beispiel von dir. Du weißt es, du wirst was gefragt. Du weißt es und es ist für dich ganz einfach. Aber wenn du es dem erklären musst, der es nicht weiß, Heiko, solche Art, es ist, pass auf, die letzten Selbstgespräche habe ich immer wieder darauf hingewiesen, die einfachen Sätze von mir. Ja. Wehrt sich der Zweite am meisten, das zu akzeptieren? Es ist zum Beispiel, dass immer nur das existiert, was du jetzt siehst. Und das unterliegt einer Ständigkeit, das ist das 200 Gramm rote Knete Beispiel. Du bist immer derselbe Geist, derselbe träumende Geist. Und du hast Gedanken, wenn ständig wechselnde Bilder. Okay? Und es formt sich ständig um. Und das ist mit Lichtgeschwindigkeit denken, wenn du es verstanden hast. Weil wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Das haben wir jetzt in allen Sachen in der Physik. Es fällt alles in einem Punkt zusammen, räumlich wie zeitlich. Wobei bei der Zeit, die Dilatation, machen wir dann die Ewigkeit raus, die aber jetzt aus unendlich vielen Zeitpunkten besteht, die aber wie die Wörter in einem Buch alle gleichzeitig da sind und alle nur gleichzeitig gedacht werden können. Ich kann da viel über die Fourier-Transformation erzählen, wenn wir jetzt in die Lautsprecherphysik gehen, wie diese Lichter mir aufgegangen sind, wo das Problem ist, ist erst mit der Fast-Fourier-Transformation gekommen. Mit dem Knack, wo ich dir kurz angesprochen habe, Heiko. Ja. Dass hier, wenn du das in einen Triangelschlag, wenn du eine Symphonie hörst, diesen Triangelschlag ist die ganze Symphonie mit drin.
Aber jetzt pass auf, das kannst du dir ganz leicht vorstellen, weil der Triangelschlauch, den du hörst, der ist ja auf einer tieferen Ebene aus einer Datei. Das ist ja nur eine Facette, die du aus einer Datei raushebst, im Arbeitsspeicher. Den wird es ja gar nicht ohne die Datei geben. Und die ist alles jetzt. Und jetzt mein schönes Programm, wo ich dir gesagt habe, mit den Oberwellen, wenn wir jetzt das Sinus 1, Sinus 3, das Sinuswellen, die Oberwellen dann Rechte geben, die ungeradzahligen. Das habt ihr ganz kurz im Kopf, nehme ich an, hoffe ich. Okay, pass auf, das ist meine Gedanken. Ich habe ja zwei Analogplattenspieler gebaut, eigene. Das war Analogtechnik mit einem eigenen Biaxis-Trägheitsmoment kontrollierten Tonarm. Da haben wir Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann. In der normalen Physik. Wenn du zum Beispiel einen Plattenspieler hast, und wir denken jetzt an meine Winger Schellack-Platte. Da sind ja die Schallwellen, ich mache mal jetzt Stereo, lass mal alles weg, sind doch die Schallwellen sind doch in der Platte eingegraviert. Und wenn du jetzt eine Postkarte, wenn du einen Analogplattenspieler hast, nimmst du eine Postkarte, okay, dann nimmst du Streichholz, spitzt das Streichholz an, machst oben einen kleinen in den Streichholz einen kleinen mit dem Messer einen Schlitz rein und steckst dies in den Schlitz des Streichholz auf die Postkarte. Kannst du das vorstellen? Ja. Einfach einen Spalt reinmachen, dann die Postkarte reinstecken und das aber in anspacken, dann nimmst du es oben an der Ecke und legst es einmal auf eine Analogplatte drauf. Das macht richtig Musik, weil nämlich das Streichholz zittert dann mit und die Postkarte ist dann schon ein Lautsprecher. Das ist das Prinzip vom Grammophon. Dann haben wir natürlich hier nochmal ein Ding und einen Trichter dran. Okay, das sind also die Schallwellen, machen die Musik. Jetzt kommt aber das Problem, dass wenn du viele Frequenzen hast, wenn du jetzt zum Beispiel hier Orchester hörst, ich bleibe ganz einfach, wir können das Mono lassen, wenn Orchester läuft, hast du ein riesen Gemisch von einzelnen Instrumenten, die wir uns jetzt ausdenken natürlich. Schallwellen, die wir uns ausdenken. Ist ja alles, was vorgestellt ist. Immer an den Computer denken. Die Vorstellungen, die du machst, stehen und fallen mit dem, das, was du zu sehen bekommst, macht das Programm. Okay, jetzt haben wir ja die Fourier-Transformation und wir wissen, wenn wir jetzt nur im Sinusbereich bleiben, Sinus 1 plus ein Drittel Sinus 3, das heißt ein Drittel dreimal so schnell, ein Fünftel Sinus 5, wenn wir die gleichzeitig ablaufen lassen, wird es umso mehr mir jetzt hochgehen, wird es ein Rechteck. Das heißt, wenn du viele verschiedene Frequenzen mit Phasenverschiebungen gleichzeitig hast, werden die automatisch addiert und es ist nur eine Hüllkurve da. Das heißt, wenn du dir das anschaust, wenn ein Orchester läuft, da sind die einzelnen Instrumente sind auf der Platte gar nicht drauf. Du hast bloß diese arithmetische, wo ich mit dem Programm, mit einem Fourier-Transformationsrechner machen kann, auch mit Phasenverschiebungen. Es ist nur die Summe der Wellen, wie die sich Zeitpunkt für Zeitpunkt addieren. Du weißt, wie das aussieht mit der grob. Das heißt, wir haben immer, wenn verschiedene Wellen, wir haben Wellenbalken und Wellentäler, denk an die Indifferenzen und du gehst jetzt ganz normal eine Frequenz, die zweite, die dritte, eine schnellere, eine ganz langsame. Und wenn du die jetzt alle gleichzeitig hast, musst du an jedem Punkt immer schauen, was ist Plus da und was ist Minus. Die Plus addierst du und die Minus ziehst du ab an der Stelle, wenn dort gerade Minuswellen sind. Und dieses Ergebnis gibt eine allereinzige Kurve, das ist das, was auf der Analogplatte drauf ist. Das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mir das im Mikroskop angeschaut, da ist fast nichts drauf. Und dann lasse ich das laufen und dann höre ich ein Riesenorchester mit verschiedenen Geigen, mit Triangeln, mit allem drum und dran. Es ist auf der Welle, auf der Platte gar nicht drauf. Ich sage, da stimmt doch was nicht. Hm. Merkst du? Wahnsinn. Da kommt alles ins Schwanken. Das interessiert kann, das ist zwar, das ist, dass du merkst, dass da so viele Fehler sind, Leute, das sind Fehler ohne Ende. Und du musst dich dann noch irgendwann nochmal was fokussieren, das ist Fach, die Fachwissen sind Fachidioten, es gibt nichts, was man nicht noch mehr zerdenken könnte. Schon der Fehler des Atoms, das Unspaltbare, Protonen, Neutronen, Elektronen, dann Elektronen plötzlich, und aus was bestehen Elektronen, da müssen ja noch Positronen da sein, dann jetzt kommt es, wo ein Atom ist, dann irgendeiner sagt, das ist ja Atomkern, positiv und negativ. Wie willst du das entdecken? Verstehst du, da ist einfach Wissen auf deinem Speicher wie auf einem Computer und der macht Bilder. Punkt. Und wenn du dieses Programm nicht hast und du hast deine eigene Traumwelt, dann existiert es nicht. Ja. Auf einer tiefen Ebene schon, wenn du es rauslädst. Ja. Das ist das Schmeiß dich vor dort, das Spiel, das du zurzeit spielst, spielst du mit dir allein, egal wer du zu sein glaubst. Ob du jetzt der Heiko, der Udo oder der Arn bist oder sonst wer. Du hast eine komplett eigene Welt, die nur aufbaut auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt.
Aber jetzt kommt wieder, du hast ja das Internet, du kannst ja so viele andere Sichtweisen dir rausladen. Jetzt hast du aber deine Filter, dieses in Ich bin du die Hans-Geschichte, der die Religionen abrastet und sagt, Mensch, das ist ja alles, wenn ich mit einer Tabula Rasa lese. Also, wenn ich keine vorabgestimmte Meinung habe, dass mir, ich habe als junger Bursch sehr viel gelesen, dann habe ich Philosophie mich interessiert, ich bleibe mal, dann lese ich, wenn du einen Philosophen lesen wirst und du versuchst, den zu verstehen, und du hast keine vorabgestimmte Meinung, ich gehe die Gedankengänge mit, ich will ja verstehen, was der erklärt, dann wirst du alles, was der dir erklärt, wirst du genauso als richtig ansehen, so wie er. Ja. Und da steht dann drin, dass jeder Philosoph, in Ich bin du wörtlich, hat einen wunderschönen Gedankengut und was aufgebaut, was aber zu allen Zeiten, es gibt keinen Philosophen, den ich mir jetzt denke, wo zu seiner Zeit nicht ein anderer großer Philosoph gewesen wäre, der zu gewissen Themen was anders behauptet. Ja. Vorstellung von richtig gegenseitig hat immer eine Kehrseite dazu, wenn du dir was denkst. Und jetzt ist die Frage bei Religionen, irgendwie ist ja alle, ob du dich in den Buddhismus reindenkst und du willst das verstehen und du hast kein Ja-Aber in dir, dann wird es dein Programm, dann erscheint dir das logisch, natürlich nur sehr einseitig logisch. Mhm. Aber ich sage, da finde ich die Wahrheit nicht. Irgendwie sagen die ja alle, liebe deine Nächsten, das ist alles irgendwie gleich und dann trotzdem irgendwie anders. Dann gehe ich in die Physik, da ist alles bewiesen. Und dann kommt plötzlich die Quantenmechanik und dann gehen dieselben Streitereien los. Und dann hat der Hans das Heureka. Ganz in Ich bin nur am Anfang in der Hans-Geschichte. Das große Heureka mit der Tasse. Was ist da in mir drin, dass ich bei widersprüchlichen Meinungen mir den Kopf zerbrich? Ich will ja nicht an das Falsche glauben, ich will ja bloß an das Richtige glauben. Und das Aha ist so einfach. Wieso will ich bloß an eine Perspektive glauben, wenn ich an alle glauben kann? Wieso gebe ich mir mit einem Glauben zufrieden? Ich sage, mit einer Perspektive zufrieden, wieso will ich bloß in meiner Wohnung, ich sage mal, die Zimmer, ist jetzt eigentlich eine Wohnung, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer oder ein Klo? Wieso will ich meine Wohnung auf ein Klo reduzieren, wenn ich auch eine Küche und ein Schlafzimmer und sonst noch mit dazu nehmen kann? Weil sich das widerspricht, weil man in der Küche nicht kackt? Die Maus lacht jetzt gerade. Jetzt habe ich ein Lachen kriegt aus dem Nebenzimmer. Das ist das große Aha-Erlebnis. Wieso vergleiche ich laufend? Das hat alles, wir merken doch jetzt selbst mit Linux und mit Windows, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Sich auf eins festzumachen ist dumm. Aber ich kann ja in der Welt der Einseitigkeit dann alle parallel laufen zu lassen, du wirst trotzdem meistens immer bloß eins benutzen. Heiko. Ja. Auch wenn die anderen da sind. Und irgendwann wirst du merken, jetzt hast du schon Puzzlestückchen, die in der höheren Ordnung, auf der tieferen Ebene, was vollkommen Neues ergeben, wie Kreis und Dreieck zu einem Kegel wird. Ja. Also das Himmelreich, sich nur zu denken, dass wir jetzt alles Negative rausstreichen, ist selbst den Heiligen. Das ist eine Sackgasse. Ja. Ich habe den Calvinismus so oft, an, diese christliche Strömung, ich muss es nochmal sagen, dass sich das bei euch setzt. Im Calvinismus, wenn wir mal reingehen, ist das Hauptproblem, ist diese Vorherbestimmung. Der Calvinismus lehrt nämlich, dass dein Handeln als Figur, in, ich sage jetzt in deinem Traum, dass das menschliche Handeln keinen Einfluss darauf hat, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Das ist im Buddhismus, habe ich das oft vorgelesen, in den Udanas, in den Schriften vom Buddha auch. Wenn du am rechten Ufer des Flusses sitzt und du bist der beste Mensch der Welt und du hilfst allen und du schenkst alles her und jetzt werden hier über viele Seiten werden Wohltaten für die Mitmenschen aufgezählt. Und am Ende steht dann, deswegen bist du nicht gut. Und wenn du auf der linken Seite des Flusses sitzt, und jetzt kommen alle Scheußlichkeiten über mehrere Seiten, dass du die Mitmenschen bestillst, belügst, welche umbringst, das geht dann so weit in den Udana, steht drin, den Kopf spaltest und das Gehirn spritzt raus. Deswegen bist du nicht böse. Im Calvinismus heißt es, ob du jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch bist, was natürlich wieder von der Moral abhängt, was gut und schlecht ist. Hat keinen Einfluss darauf, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Und da sind dann Katholizisten und viele andere christliche Strömungen lehnen diesen Punkt im Calvinismus vollkommen ab. Es kann ja nicht sein, dass die Bösen in den Himmel kommen und die Guten kommen in die Hölle. Das große Problem ist schon, sich im Kopf zu zerbrechen, ob es nach der Mitte das besser, die bessere Welt da ist oder das ist. Ja. Das ist die Falle. Das ist die Heiligkeit. Durch dieses Denken heiligst du das, was heilig ist. Und ich sage dir jetzt, wo die guten Menschen hinkommen, die kommen dahin, die gehen dahin nach dem Leben, wo sie herkommen. Sie leben in dem Moment, wo du sie ausdenkst und wenn du sie nicht mehr denkst,
gehen sie dahin, wo sie herkommen sind. Die fallen wieder in dich rein. Und die Schlechten genauso. Das ist die Lösung. Merkst du, wie einfach die Lösungen sind, wenn du es wirklich verstanden hast, um was es geht? Ja. Und wenn du jetzt ins Internet gehst und diese Debattisten streiten in der Theologie, wo hier Bischöfe uns streiten über die Grundsätze, was das Christentum ausmacht. Es sind wahnsinnige, sagt der Redner, es sind alles, dir wird immer mehr bewusst, dass die Figur wahnsinnige sind. Und ich sage, warum? Kategorie 3, weil ich sie mir jetzt so denke. Ja. Warum denke ich mir die so aus? Weil ich zurzeit in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt bin. Ich bin ja nur ein träumender Geist, der in dem Moment mache ich mich ja auch zu was ausgedacht. Ich versetze mich jetzt absichtlich als träumender Geist in eine Stufe, wo ich mir nicht raussuchen kann, was ich träume, weil ich weiß, das, was ich träume, ist ein Lernprozess. Das ist der Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ich darf bloß nicht vergessen, dass, wie ich so oft gesagt habe, wenn ich schon gezwungen bin, wenn ich mich zu irgendwas Existierenden mache, mache ich mich doch nicht zu einem sterblichen Trockennasenaffen, sondern zu einem träumenden Geist. Dann ist schon das Problem weg, dass ich nicht mehr sterben kann. Ich muss keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Ich kann höchstens noch wach werden. Ich bleibe aber trotzdem eine vergängliche Erscheinung als gedachter träumender Geist. Und das machen wir jetzt, das ist der Arbeitsspeicher. Das ist das blaue Ich im Arbeitsspeicher. Und das wird so lange in dir wirken, bis du das durchschaut hast. Und durchschauen tust du das mit diesen einfachen Erkenntnissen, nicht mit euren komplizierten Erklärungen. Ja. Was wir jetzt übrigens haben, finde ich, ist ein geiles Selbstgespräch. Ja. Absolut. Ist was zu Weihnachten, ne? Ja, die Weihnachts-Selbstgespräche. Mal schauen, ob der Heiko vielleicht da einige Sachen rausschneiden kann. Das ist ein richtig gutes Selbstgespräch. Wo ich gepinkelt habe. Ja, der Wasserfall, den kannst du vielleicht, aber kannst du auch drin lassen, Heiko. Heiko, jetzt haben wir die Hälfte ungefähr, optisch. Ich schaue gerade noch, die Hälfte ist runtergeladen. Also. Ja, und ich beobachte mich dabei, dass mir das sichtlich unangenehm ist. Wieso? Kann was kaputt gehen? Ich sage ja, wir installieren das in 3 Stunden alles neu, das ist nicht das Ding. Wie alles neu? Was wissen wir? Wenn was kaputt geht, ist kein Problem, dort kriegen wir ganz schnell alles wieder auf den Originalzustand. Außerdem haben wir ja Sicherungsdatei. Ja. Also das kannst du ja nicht ausmachen. Nehmen wir einen Snapshot. Aber merk, das ist der Kern, der mir wichtig ist. Um den geht es mal. Und du und selber du nichts. Immer dran denken, das Leben lassen wir ganz normal weiterlaufen. Also deine Rolle spielen. Aber du wirst, der Heilungsprozess ist nicht, dass du die Einseitigkeit weitermachst. Es ist, dem habe ich die letzten Gespräche immer wieder gesagt, fang an, Kleinigkeiten loszulassen, wo du dich ärgerst, was du meinst, das brauche ich, das ist wichtig, das am Leben erhalten wollen. Das heißt, du willst es aus dem Arbeitsspeicher nicht draußen haben. Und solange du ein kleiner Geist bist, der Kleingeist bist, das ist ja so ein Satz von mir, wenn eine sagen, das kann ja nicht alles in mir drin sein, wenn man so jetzt in die Landschaft, in die Welt schaut. Ich sage, du bist eigentlich ein geistloser Narr, weil selbst dein jetziger Glaube schreibt dir vor, es muss in deinem Gehirn drin sein, sonst könntest du es ja gar nicht sehen. Du verkomplizierst es ja bloß, wenn du meinst, dass das unabhängig von dir auch noch da außen steht, weil du nämlich letztendlich in deinem Programm immer nur klein gemacht wirst. In deinem jetzigen Programm. Das sind ja immer nur die anderen, sind mächtig und groß und sonst was. Ich rede von deinem jetzigen Programm. Oder reich. Aber wer bestimmt es, dass du das nicht bist? Dein Programm. Du erlebst ohne Wenn und Aber deinen Glauben. Dein Glaube verwirklicht dich. Das ist das Geheimnis der Religion. Auch die physikalischen Gesetze sind nur Schwamminhalt, nachgeplappert. Die haben alle, sage ich, einen Sinn. Einen tiefen, metaphorischen Sinn. Die Wassermoleküle mit H2O, die Namen. Aber nicht den Sinn, wo die Physiker dir erklären. Und Adam und Eva und Abraham, und die haben auch alle einen Sinn. Schon Adam und Eva sich als Mann und Frau vorzustellen, ist verkehrt. Das heißt, Adam ist männlich und weiblich. Ja, ja. Sind so, oder du musst vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse essen. Ich wiederhole immer dasselbe. Du brauchst von der Batterie Plus und Minus, dass das Licht brennt. Aber ist nicht deine ganze Welt nur damit beschäftigt, die Minuspole zu bekämpfen? Und darum leben sie in der Finsternis dieses Materialismus. Ja. Und jetzt schauen wir uns die hebräischen Wörter für Gut und Böse an. Dov v'ra,
das schreibt sich 962 ist gut. Das heißt eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das hebräische Wort für gut. Jetzt nochmal das deutsche Wort für gut. Da haben wir einen Geist, drei, die Synthese, okay, und die aufgespannte Erscheinung, UD oder die aufgespannte Spiegelung. Als 6-9 gelesen. Das ist gut. Und böse ist Ra. Das heißt R 270 und eine berechnete Augenblick. Und der Augen wieder AGN ist die Schöpfung einer Geist, einer Gehirnexistenz. Und das ist die Becken, die Ballonecken. Das ist, wie gesagt, das macht man mit ein Sachen. Jetzt kommt da, wenn das, das göttliche Computerprogramm im Hintergrund. Eine ganz easy Programmiersache. Und du kannst jetzt, wenn du spielst, was du feststellen, wenn du mal das ein installiert ist, dass du wirklich umformen kannst. Wobei ich immer wieder, pass auf, ich mache eine Kleinigkeit. Ich mache mal einen Satz am Stammtisch, war der Bezi so begeistert. Wie man die Seiten plötzlich sieht. Ein Satz aus den Offenbarungen, solange, oder Udo sagt es öfter, solange du, ich rede mit dem, der sich alles ausdenkt, was er erlebt, solange du etwas Besonderes sein willst, wirst du nie begreifen, was du bist. Das heißt, du wirst nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Du hast Holofeeling nicht begriffen. Solange du was Besonderes, solange du irgendeine besondere Welle sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, im Meer zu sein, das Meer selbst zu sein. Die Quelle, aus dem das entspringt, alles entsteht, diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, diese 200 Gramm rote Gnede, die sich nicht selbst als Ding an sich nicht verändert, weil sie rote Gnede ist. Jetzt mache ich die andere Seite. Du bist aber was Besonderes. Im Vergleich zu all den besonderen Sachen, die in dir existieren, bist du was Besonderes, du bist das Einzige, was nicht existieren kann. Als der, der du bist. Weil du musst dich zwangsläufig zu einem Gedanken von dir selber machen, das bist du aber nicht. Das Meer ist alle seine Wellen. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Es ist aber keine dieser Wellen. Ja. Weil es immer ist und Wellen kommen und gehen und kommen und gehen. Ja. Merk dir, das ist so ein einfacher Satz. Wenn der installiert ist, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Warum solltest du Angst haben von Gedanken von dir, der nur deshalb da ist, weil du ihn denkst? Die Gedanken brauchen dich. Du brauchst natürlich in einem gewissen Maß auch Gedanken, sonst bist du nicht ein Geist, der träumt. Der schläft ohne zu träumen. Ja. Heiko, und was jetzt so einfach klingt, es ist so einfach. Es ist nur der Zweite, der mit einem riesen Theater auf der Ebene spielt. Man spielt jetzt mit der Linux-Installation. Das ist das, was du sagst, scheiß drauf, wenn es nicht hinhaut, das ist, wenn ich Zombie, ist es wieder installiert. Jetzt sage ich, brauche ich es überhaupt? Ich lasse es einfach laufen. Ich merke, dass das peu à peu, wo ich sage, mit dem Windows, das ist komplett platt gemacht. Jetzt stelle ich eben fest, bei meinem Computer, dass die Grafik hatte, dass das Bild schlechter ist, relativ. Ich hatte ein riesen HD-Bild, wenn ich jetzt Mediathek meinetwegen was anschaue oder in Netflix, und jetzt ist es relativ SD. Ich würde sagen, wie eine 470er Auflösung. Wird mich aber nicht stören. Ich sage bloß, was könnte sein, Heiko? Und dann kommen wir so, weil ich schaue, ich habe eine Grafikkarte. Durch das Linux läuft der bloß auf den Grafikprozessor im Intel-Chip. Mhm. Und die Grafikkarte ist kein Treiber nicht drauf. Das ist jetzt das Theater, wo wir hier seit 2 Stunden runterladen. Mhm. Und jetzt sagen wir, erinnere dich, Heiko, an unser letztes Gespräch mit Augen. Ich schaue auf den Wecker. Ich schalte die Grafikkarte ein. 3 Uhr. Ich mache die Grafikkarte wieder aus, ich grübe wieder im feinstofflichen Bereich ohne Grafikkarte, du bist der Ein-Chip-Prozessor. Und dann schaltest du wieder ein und du hast immer das Gefühl, dass du gleich schnell denkst. Sobald du aber die Grafikkarte einschaltest, ist deine Datendurchlauf ist wesentlich, verlangsamt sich das Denken, darum ist diese Zeitspringe da, wo ich so oft gesagt habe, wenn du nachts nicht schläfst, du schaust um 3 auf den Wecker, oh, erst 3, du machst die Augen zu, du schläfst nach wie vor nicht. Grübelst, 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 du schaust wieder auf den Weg und es ist 3.10 Uhr. Und du würdest gefühlsmäßig sagen, du hast mindestens 1,5 Stunden gegrübelt, ja, bevor du dann das nächste Mal auf den Wecker geschaut hast. Das ist ja nur die Phase, die Grafikkarte, den die Zeit, es sind verschiedene Ebenen und es ist alles gleichzeitig. Ja. Und wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, das ist so unendlich einfach, es ist nur die Erkenntnis, dass immer alles jetzt ist.
Du kannst in der Vergangenheit nichts getan haben und du wirst in der Zukunft nichts tun. Das, was du siehst, ist ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt, wo du natürlich deine jetzige, hier und jetzt daseinende Information, kannst du dir rein gedanklich in die Vergangenheit oder in die Zukunft denken. Ja. Ein Urknall zum Beispiel oder Neandertaler oder Massenmännchen in der Zukunft, Außerirdische. Aber es ist ja trotzdem de facto hundertprozentig sicher einfach nur ein Gedanke, eine Information, die du jetzt anschaust und die ist hier in dem roten Kopf. Und solange du noch hier, ich bin in Hamburg oder ich bin in Weißenburg oder in München oder sonst wo, solange du in dem Wahn lebst, dass du dich laufend selber irgendwo hinsetzt in deine ausgedachte Welt, kommst du aus der virtuellen Welt nicht raus. Obwohl du ja schon draußen bist, magst du immer wieder die zwei Seiten gleichzeitig. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Wir reden von dem, was ist. Sofort überprüfbar vor jedem 13-Jährigen. Ich bin der Erste. Wo ich dann noch gesagt habe, die Masse. Schau mal, Heiko, ich muss ganz kurz mal meinen Bildschirm übertragen. Ich muss mal eben zur Tür. Kommst du rein? Hast du, Heiko? Ja. Okay. Haben wir schon wieder was? Post. Ja. Zeig dich mal. Ja, Mann. Schaust du? Ja. Also Masse, eine große Anzahl, große Teile der arbeitenden Bevölkerung, das sind so die weltlichen Auslegungen. Jetzt pass auf, eigentlich heißt Masse ein ungeformter, dickflüssiger Brei. Ein ungeformter Brei. Das heißt etwas Ungeformtes im Spiegel. Okay? Ja. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, da haben wir jetzt wieder den Brei, die Fülle, das, was dich anfüllt. Es kommen also immer wieder Eigenschaften stofflicher Materie, das ist dann Gewicht. Interessant ist, das ganze Zeug kommt von dem griechischen Massa. Okay, und das heißt Gerstenmehl. Genau genommen heißt es Gerstenbrei und Gerstenbrot. Siehst du das? Ja. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Der Geist, ich sagte immer, ich bin der Erste. Ich erkläre dir das, was hundertprozentig sicher von jedem überprüft werden kann. Der Geist des Ersten ist im Spiegel. Ich kann auch lesen, der Geist des Ersten ist im Rot. Rot, wissen wir, heißt Adam. Der Geist des Ersten ist im Adam. Fragen? Wir können das Brot natürlich auch BR lesen. Das heißt, das Äußere und Ort ist Ed, ist die äußere Zeit, die augenblicklichen Erscheinungen, die äußeren augenblicklichen Erscheinungen. Das ist jetzt der Geist des Ersten im Spiegel, der wird zu äußeren augenblicklichen Erscheinungen. Das ist Holofeeling. Habt ihr das lesen können? Du merkst, ja. Jedes Wort, Deutsch, Gottessprache. Und dieses Ivri ist ein Computerprogramm. Mach sein Video. Ich mache das mit allen Wörtern der Welt in allen Sprachen. Das funktioniert immer. Wenn du mal zigtausende von Wörtern überprüft hast, was du daran nochmal zweifelst. Aber was ich dir damit sage, dass alles, was dir logisch erscheint, dass du durch diese Logik, durch den Glauben verwirklichst in deiner Traumwelt. Kannst du komplett austauschen, wenn du an das Programm ein höheres Betriebssystem reinmachst. Das ist Holofeeling. Ja. Und es kann aber momentan, jetzt in deiner Stufe, bist du in einer Lernphase. Und das passiert dazu. Da ist keine Drohung und keine Bedingung dran, wie Religionen, wenn du das machst, was ich will. Das gilt zwar auch, ich sage, du musst einfach nur da sein und einverstanden sein. Fordere dein Wille geschehe. Mach dich doch einfach zu einem Schauspieler und du sagst, ich spiele jetzt die Rolle vom Arndt, ich spiele die Rolle vom Heiko. Und dann beobachte ich meine Rolle, da muss ich mit allem, was ich mache, nicht unbedingt einverstanden sein. Wenn ich ein Mörder spiele auf der Bühne, ob ich jetzt im Faust spiele, das Gretchen oder den Mephisto, spielt überhaupt keine Rolle oder in Hamlet. Ich spiele meine Rolle. Ich muss das Buch lesen und die Rolle spielen. Aber ich lerne dabei und dann merke ich plötzlich, dass das alles wahnsinnig ist um mich herum. Die Menschen, die ich bewundert habe. Natürlich, jetzt wird mir bewusst durch meine Einseitigkeit, solange ich Menschen bewundere, gibt es natürlich auch Menschen, die ich abscheulich finde. Die kann auch untrennbar zusammen. Wie das Oben und das Unten. Und wie Kreis und Dreieck in einer Verknüpfung des angeblich nicht Verbindbaren, weil es sich ja widerspricht. Es kann doch nicht gleichzeitig hell und dunkel sein. Das ist wie wenn ich sage, es kann doch an der Welle nicht gleichzeitig der Berg und das Tal doch sein. Das ist materialistisches Denken. Das ist so unendlich geistlos. Das wird dir immer mehr bewusst. Und jetzt kommt das große Problem. Jetzt meinst du, du willst es deine Mitmenschen mitteilen. Und dann wirst du richtig abquatscht. Wenn du wüsstest, wie viel Leben mich das gekostet hat, bis ich aufgehört habe, dass mich das gar nicht mehr interessiert. Mir gingen die Menschen, die euch ausdenken, sowas am Arsch vorbei.
mit euren Programmen. Wer mir nicht am Arsch vorbeigeht, ist der, der mich ausdenkt, weil mich wird es ja als Udo, jetzt rede ich als Udo gar nicht geben, wenn du mich jetzt nicht ausdenken würdest. Und jetzt habe ich doch die Stufung nochmal für dich an, wo ich sage, du kannst immer nur von oben nach unten sehen. JCH kann sich an ICH ausdenken. Ich denke jetzt an jemanden, ganz abstrakt. Und ich denke mich, dass der sich jetzt einen Menschen ausdenkt, ein blaues Ich. Und er glaubt, aufgrund seines blauen Ichs, das suggeriert ihm ja, ich bin dieser Mensch. Dass du dir das denkst, hängt ja daran, dass du schon ein blaues Ich am Programm erklärt hast. Das Programm schreibt dir dann vor, ich bin momentan dieser Körper, ich sehe ja so aus. Und du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Das heißt, der Sechsjährige kann sich nicht reinversetzen in einen pubertierenden 14-Jährigen. Er kann sich reinversetzen, vielleicht ganz grob in einen Hosenscheißer, aber der Hosenscheißer-Säugling kann sich nicht in ein Schulkind reinversetzen. Und jetzt mache ich den Trick, dass du glaubst, ja, du bist jetzt der, der du zu sein glaubst. Bin ich wieder weg? Ja. Was, ja, bin ich weg? Nee, ich meine, mach dein Video wieder an, bitte. Ach so, Entschuldigung. Das war durch das Ausschalten, vergessen, bin ich nicht gewöhnt. Okay, der Witz ist, dass du, ICH, da du ja in Verbindung stehst mit einem blauen Ich und sagst, ich bin jetzt der, der ich zu sein glaube, kannst dir den JCH nicht denken. Ich weiß jetzt, dass du glaubst, aufgrund deines blauen Ichs, dass du jetzt, meinetwegen, wir sagen jetzt, da an bist. Und da ich ja das steuere, ich habe ja die ganzen Bücher im Hintergrund, mach ICH, lass jetzt auch in deinem Traum, du bist der träumender Geist, du suchst ja nicht raus, das sind die versteckten Dateien. Mein Gott, nenne mir Computermenschen, nenne das versteckte Dateien. Ich mache jetzt, dass ich als Brösel Udo in dir auftauche und alles, was der Brösel Udo erzählt, erzählt er nicht dem, der du zu sein glaubst, das ist die Welt der Existenzen, sondern dem, der träumt, dass er bloß der ist und alles andere ist er nicht. Durch diesen Trick umgehe ich das, dass du mich nicht wahrnehmen kannst, dass du letztendlich selbst bist. Das, was du bist, kannst du nicht wahrnehmen. Es gibt keine Möglichkeit, dass du dich in irgendeiner Form existierend erschaffst, ohne dich zu einer Gedankenwelt von dir selbst zu machen. Das ist so ein tiefer Satz. Ihr wisst, wir tausende Mal, ich immer wieder sage, versuch, frag einen normalen Menschen, wo kommst du her, dann schaut er dich zuerst, ich soll immer Fragezeichen auf den Augen. Nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er sagt, was stellt ihr für eine blöde Frage, ist, was doch jedes Kind, das ich von meiner Mutter geboren wurde. Ja. Das ist die Hartnäckigkeit, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Nein, ich frage den, der sich jetzt das ausdenkt. Den frage ich, wo kommst du her? Und dann wirst du fest im Blackout. Weil ich jetzt schon von was rede, was gar nicht existieren kann, weil es eben immer ist. Darum sage ich, vor was hast du Angst, dass du dich auflöst? Nichts kann sich nicht auflösen, Heiko. Es kann sich nur ständig verwandeln. Diese 200 Gramm rote Gnede, 200 ist doch schon rot, ist doch schon B-rot im Adam. Da ist der tiefste Kern, Gott schuf das El Hayom, sich nach seinem Ebenbild. Das ist die ewige Geschichte. Jetzt sind wir knapp über der Hälfte übrigens. Nebenbei Stand vom Runterladen. Das wird wahrscheinlich alles für die Katze, so wie du schaust. Du weißt, dass das dann eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, Heiko. Das ist kein gutes Omen, was du im Hinterkopf hast. Du solltest deinen Glauben verändern. Ich sehe dich gar nicht mehr, Heiko. Ich sehe nur dein statisches Bild. Bei mir geht es super. Klein oben in der Ecke. Bei mir geht es super. Ich habe euch beide. Also mir hat das nur gezeigt, dass mir das noch zu wichtig ist, also speziell jetzt in deinem Fall, das da ordentlich drauf zu installieren, das System. Bei anderen kann ich das schon mehr loslassen, bei dir war es mir noch zu wichtig, das lasse ich jetzt auch. Nein, ist alles okay, Heiko. Es geht immer wieder, was ich sage, was Heiko-Programm macht, ist okay, es ist nur wichtig, dass du das beobachtest und dies ist jetzt eine Bewusstwerdung und es geht darum, dass du dieses Programm durchschaust. Einfach nur durchschaust, dass dir vollkommen ehrlich bewusst wird, wie tickt dieses Programm, was zwingt es mir auf. Ja. Und das lassen wir jetzt erst einmal, weil wir unser Kreuz denken. Das ist der Schauspieler, der halt sagt, jetzt in der Rolle spiele ich halt einen Mörder oder einen Betrüger, was ich im tiefsten dann auch nicht gutheißen muss, aber ich spiele halt einfach mal die Rolle weiter. Und dann kommt aber, wenn du das erkennst, kann der Heilungsprozess eintreten.
Das sind die vielen Sachen. Das war auch das Neue. Es ist ja gerade der Wechsel. Ich hätte jetzt auch sagen können, meine ursprüngliche Sache war ja, dass ich auch mit Linux nicht da. Ich habe gesagt, ich lasse mein Windows 7 drauf, weil das wirklich perfekt seit Jahren läuft. Bis auf diese Alchemer mit den Updates jetzt, was hier schon angedroht ist. Und dann natürlich, dann ist es keine Sicherheit mehr. Und ich sagte immer, da außen ist doch eh nichts. Schau mal, wie locker du das mit Linux nimmst. Ich habe da so viele Geschichten. Fällt mir jetzt gerade eine ein. Ich nenne es einmal François, Schweizerin, die war immer in Kapstadt in Südafrika. Und da habe ich zwei Sachen. Da kenne ich welche, die unten sind. Und die erzählen eine Kriminalität auf der Straße. Und das ist wie in New York, da kannst du in gewisse Stadtviertel nicht rein. Also das war zum damaligen Zeitpunkt ganz schlimm mit den Nähe in Stadtviertel. Die Weißen, die Bessergestellten, die leben wirklich in Ghettos mit Elektrozaun fast, mit Privatwache, wo du reinfährst. Die sind in richtigen Arealen, sind die. Das war nur die Beschreibung vom Südafrika vom anderen. Und die wiederum, wenn unten ist, die beschreibt eine komplett andere Südafrika. Und ich denke mir jetzt, der war da und der war da, aber lebt nicht jeder letztendlich in seiner Weltvorstellung? Absolut. Wo das auseinanderbratzt, es ist, also es ist maßgeblich, ist immer wieder dein Glaube, was du machst. Wie du mit was gehst. Es hat für Leute, die jetzt Entbehrungen zum Beispiel lesen, das sind selbst, wenn das auch Chaoten oder was sind, da gibt es einfach ganz einfache Menschen, das einfache, chaotische Menschen sind und die kommen zu mir und die sagen, du, ich habe das zufällig gekriegt und ich habe ein paar Seiten gelesen und das hat mich sowas vorweggehauen und ich habe mir gedacht, das ist es. Und dann gibt es welche, die lesen hier bloß ein paar Sätze und sagen, was ist das für Scheiße und schmeißen es, löschen es wieder. Es ist doch dasselbe Buch. Das heißt, was du siehst, darum sage ich immer wieder, ich glaube mir, 90% von dem, was du siehst, ist jetzt einmal Interpretationen von dir, die dich anfühlen. Ja. Der normale Mensch ist gar nicht in der Lage zu sehen, was ist. Die leben zu 90% in Halluzinationen. Was ist eine Halluzination? Halluzination ist, wenn du ein fettes Papier mit Farbe drauf gespritzt vor dir hast und du siehst plötzlich Politiker und Grieche. Die sind doch jetzt gar nicht da. Du machst aus einem statischen Raster auf dem Fernseher, wenn du glotzt, auf dem Monitor, wenn du glotzt, auch wenn hier eine Bewegung, wenn sich was zu bewegen scheint, was bewegt sich eigentlich auf dem Monitor? Oder wenn wir jetzt was installieren auf dem Computer selber, wenn ich ein Tablet in der Hand habe, was bewegt sich denn dann? Dann denke ich mir, irgendwelche Leitungen mit Elektronen, die hin und her rauschen. Und wenn du umso genauer du das dann selbst deine Gedanken genauer betrachtest, was du meinst, das ist alles Hönsches. Es ist, weil du es glaubst. Dieses Programm zwingt dir diese Vorstellungen auf, weil eben auf dem Bildschirm nichts anderes auftauchen kann, wie die Software im Hintergrund macht und die Daten. Das macht die Computermetapher aus. Der Mech-Chef, so spreche ich das aus, kommt im Alten Testament vor. Im Langenscheid heißt es Computer, im Alten Testament ist es der Rechnungsführer. Und Mech-Sheba sind dann die Gedanken, weil der Rechnungsführer bestimmt die Gedanken. Und jetzt wirst du schon merken, irgendwie ganz rudimentär, das ist ja wirklich ein Computerprogramm. Wenn du mal in die Präzision der Holo-Arithmetik reingehst. Und dann nützt dir nichts, wenn wir jetzt Kabbalisten machen, auch wie der Weinreb, diese Zahlenstrukturen, die 1-4er-Strukturen, wie dann das Zehnfache, das und das und das. Die Erklärungen sind richtig, sind aber genauso unvollkommen, weil er immer noch ein Materialist ist mit einer Welt da außen. Auch wenn er dann noch von einer jenseitigen oder höheren Welt spricht. Spul ein Stück vor, diese Sache hier mit dem Himmelreich und mit der Hölle. Diesseits und Jenseits ist beides was Ausgedachtes. Ich rede von einem ganz anderen Bereich. Das wird zwar durch das Jenseits symbolisiert, aber ausgedachtes Jenseits ist genauso wenig ein Jenseits wie ein ausgedachter Gott, ein ausgedachter Schöpfer Schöpfe ist, weil da muss das dann mal noch da sein, der den aus sich herausholt und vor sich hinstellt, diesen Gedanken Gott. Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Gott. Ich habe früher mal gesagt, so wie Trockennasenaffenbabys irgendwann einmal zu großen Affen werden, müssen Gotteskinder irgendwann mal große Götter werden. Also gibt es dann doch mehrere Götter. Das sind aber nur Ableger von dem einen, der nicht denkbar ist. Und die sind natürlich dann, weil sie sind wieder eine, auch nicht denkbar. Das ist dann, der erste ist ja bloß ein Adam. Das hier. Und dann kommen wir schon in die Welt der Vorstellungen. Adam ist Jahwe. Darum entsteht im zweiten Kapitel entsteht dann erster Jahwe. Am Anfang gibt es bloß El Hayom und dann im Vers 26, 27 den Adam und dann beginnt die Schöpfungsgeschichte nochmal. Im ersten Kapitel ist der Adam das Letzte, was erschaffen wird und dann sind die vier Flüsse und dann ist jetzt das erste Mal, dass der in einen tiefen Schlaf fällt und dann beginnt es mit dem Adam als erstes.
Alles bestens eingerichtet, Leute. Und es ist nie, dass da irgendwelche Menschen in der Vergangenheit diese Schriften geschrieben hätten. Das ist das Hauptproblem. Warte, wurde eigentlich die Dora geschrieben? Das denken musst du dir. Stille stehen wird die Zeit, heißt es in der Johannes-Offenbarung. Und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Und das Meer wird nicht mehr sein. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Ja. Da habe ich auch darauf hingewiesen, wenn man jetzt genau ist, wenn es da heißt, stille stehen wird die Zeit, gut, es ist alles hier und jetzt. Dann heißt es, der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Das sage ich immer noch dazu, in Klammern gedacht. Gut. Das, was du dir zur Zeit als Himmel und Erde ausdenkst, zum Beispiel jetzt die Erdkugel mit dem Himmel drumherum, mit dem Universum, wird vergehen, weil wir jetzt in einer Matrix kommen, in einen Computer kommen. Aber wieso heißt es dann, Himmel und Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein? Wenn doch die Erde vergeht, ist doch doppelt gemoppelt, dann ist das Meer sowieso weg. Weil dieses Meer, das nicht mehr sein wird, existieren wird, das ist El Hayom, dass du jetzt begreifst, dass das etwas nicht Denkbares ist, aus dem alles entspringt. Merkst du, das sind so Kleinigkeiten. Das überragt die ganzen Theologen deiner Welt. Du kannst Theologie nicht betreiben, wenn du ein materialistisches Programm laufen hast. Als du dem böse Denken glauben hast. Und dann einmal demütig akzeptieren, dass ich irgendwann einmal begreife, egal was der Udo jetzt sagt, das ist eine Figur in meinem Traum. Ich selbst bin eine Figur in meinem Traum. All die Dinge, das Universum, das heliozentrische Weltbild, all das wird es überhaupt nicht geben, wenn ich das nicht denke. Es ist natürlich, wenn ich es nicht denke, da eine von vielen Möglichkeiten von Weltbildern. Dann geh mal ins Internet und recherchiere mal eine Woche lang nach Weltbildern in der Zeitgeschichte. Oder zum Beispiel auch ein Farbsystem. Du hast ja nur das Newtonsche Farbsystem in dir laufen. Dann kann man den Goethe noch nachschauen, der voll gegen das Newtonsche System war. Aber wenn du jetzt noch weiter forschst, dann kommst du auf 40, 50 verschiedene Farbsysteme, wie man sehr logisch ganz andere Farbsysteme aufbauen kann. Ja, welches davon stimmt? Die Frage stellt sich nochmal. Es sind Perspektiven von einer Tasse, die ich Farbsysteme nenne. Alle stimmen. Aber nur ein bisschen. Mein Kabelstecker-Beispiel. Das ist wie wenn du jetzt die Tasse anschaust und ich sage, das ist Weißenburg. Ja. Die Tasse ist zumindest jetzt ein kleiner Teil von dem Wohnzimmer, in dem ich sitze. Und das Wohnzimmer ist ein kleiner Teil von der Wohnung, in dem ich sitze. Und die Wohnung ist ein kleiner Teil von dem Haus, in dem ich wohne. Und das Haus ist ein kleiner Teil von der Straße, in der ich wohne. Die Straße ist ein Teil von der Stadt, die ich Weißenburg nenne. Die wiederum ist eine Facette aus dem Ordner deutsche Städte. Deutschland wiederum ist eine Facette von Ländern auf einer Erdkugel, die ich mir ausdenke. Das ist der Baum. Die Transversale. In dem Moment, wo du Bilder siehst, hast du so eine mikroskopisch, makroskopisch, je nachdem, wie du dir das wieder ausdenkst, eine winzige kleine Facette aus einer Ordnerhierarchie. Du bist da so reingefallen, das ist wirklich die unterschiedliche Glaube. Wenn wir uns die Einheit nach oben denken. Oder die obersten kleinen Spritze, die aus dir rausspritzen, wenn wir uns die Einheit nach unten denken. Und das baut wie die Wellen, Oberwellen, habe ich doch so oft das Beispiel auch mit der Akustik gesagt. Ja. Bist du soweit? Nein. Ego? Dann würde ich jetzt sagen, haben wir 60% von den Balken. Brauchst du noch? Ja, ich habe doch jetzt gerade die Knülle rein können. Ach so. Guck, Gabi war beim Friseur. Lass dich sehen, Gabi. Schick. Bitte schön. Einmal kurz. Hübsch. Fliege leicht. Jawohl. Bei dem Wetter Mütze auf, durchwischen, fertig. Du bist in Heigo sein Auf und Ab. Was ich auch immer damit meine, das GB habe ich ja so oft gesagt, der Geist, der Bolabert. Ja. Du kannst auch der Geist in mir lesen, wie du das sehen willst, aber das ist diese Wende, das GB ist doch dieses Aufbäumen, die Felge, das Runtergehen, habe ich so oft gesagt in die Selbstgespräche. Ja. Das sind immer viele Möglichkeiten, du kannst es immer positiv und negativ machen, du bist immer hin und her gerissen. Immer. Bis du dann merkst, das ist das Heilige, kann man nicht denken. Es kann gewusst werden, sage ich. Es kann gewusst werden. Das, was du bist, kann gewusst werden. Du kannst es aber nicht denken. Wenn du es denkst, machst du schon wieder eine Facette davon.
Ich muss in die Küche. Alles klar. Und dazu, für Holofilling braucht man eigentlich keinen Intellekt, sondern bloß allumfassendes Einverstanden sein. Ja. Man kann das auch rote Liebe nennen. Was jetzt nicht heißt, dass du als Heiko oder als Arn mit allen einverstanden sein musst. Wenn wir jetzt über was reden, wenn ich als Brüssel Udo zum Beispiel was schmeckt oder was interessant ist, ist es ein ganz subjektiver Ausdruck eines Programms, der zwar dann ist, wenn du das Programm hast, wo du dich auch einmal, ich sage immer wieder, mach dir die Meinungen der anderen zu eigen. Weil die Meinungen der Menschen, die du dir ausdenkst, sind letztendlich Facetten von deinem Programm, von deiner ureigensten Meinung. Und die musst du dir zu eigen machen. Dann kannst du dich vervollkommnen. Solange du was bekämpfst, entheiligst du dich. Egal, selbst wenn du Krankheiten bekämpfst. Das ist ganz simpel. Wieso nur mit einem Programm arbeiten, wenn man mit allen arbeiten kann? Ne? Richtig. Du wirst dann ein bevorzugtes Programm zurzeit laufen, wo du weißt, die anderen sind trotzdem da, die könntest du auch auf dem Bildschirm holen. Jetzt sind wir wieder bei unserem Bücherregal. Und so, was die Seiten im Buch sind, was ich symbolisch Lebensjahre nenne, jetzt chronologisch gedacht, ist auf der höheren Ebene, das Buch ist eine Facette aus dem Bücherregal, so wie die Seiten sind Facetten aus dem Buch. Und die Zahlen wiederum Facetten aus einer Seite und die Worte wieder Facetten aus einer Zeile und die ausgesprochenen Worte wieder nur eine Facette von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Wenn du das Wort Krebs zum Beispiel denkst, was du denkst, hängt davon ab, welches Buch du in der Hand hast. In einem Medizinbuch, wenn das Wort Krebs vorkommt, hast du im Hintergrund eine ganz andere, im Chat, im Arbeitsspeicher, eine ganz andere Vorstellung von Krebs, wie wenn es ein Astrologiebuch oder ein Kochbuch ist. Merkst du, dass die Interpretation eigentlich von der unteren Struktur abhängt, was du im Hintergrund im Arbeitsspeicher für ein Buch hast? Ja. Wenn ich immer sage, an was denkst du bei Krebs? Und wenn jetzt einer sagt, die schlimme Krankheit, dann merkst du, wo er Interessen hat. Und wenn einer dann gleich sagt, Sternzeichen, dann interessiert es ja, aber der, der nur an die Krankheit denkt, sagt, der, ach, das weiß ich zwar auch, aber das ist ja jetzt, das ist ja immer, das wird ja immer eins hervorkommen. Wie wenn ich jetzt, wenn der an Gabi hört, denkt er, zerst einmal eine ganz bestimmte Gabi. Ja. Der andere denkt bei dem, drum ist ja auch immer wieder Vorträge, ich sag, da sitzen 200 Mann und ich sag, schließe mal deine Augen. Du hörst, das sind 200 Programme, die hören die Worte, den Befehl, schließe mal deine Augen, was zwangsläufig damit verbunden ist, dass jedes dieser Programme komplett als allererstes an einen ganz bestimmten Körper, die einen ganz bestimmten Körper aufzwingt. Nämlich dein blaues Ich zwingt dich auf, beim Heiko an Heiko zu denken, wenn ich sage, schließe mal deine Augen und wenn das On-Programm läuft, dann an zu denken. Ich habe aber doch nicht gesagt, Heiko, mach deine Augen zu, sondern das ist das Erste, das ist im Hintergrund. Und so, wenn dir das klar wird, dass deine ganzen Interpretationen so extrem abhängen von deinem momentanen Schwamminhalt. Deine Gefühle, dein Geschmack, wo ich jetzt rumgeritten bin, jetzt in unserem Alter, und wo ich ein paar Mal gesagt habe, wie wir in die Disco gegangen sind, wenn dir einer eine moderne Löcherjeans, das geht ja jetzt auch schon wieder zurück, aber das war jetzt gedacht, jahrelang waren ja diese Loch-Jeans, die zerrissenen so innen. Ja, wenn man ja. so Jeans hingelegt hätten, du wärst mit der Hose nicht in die Disco gegangen. Da hätte ich vom Vater einen Schlag in den Nacken gekriegt mit so einer Hose. Ja, selber nicht, auch selber nicht. So kann man doch nicht aus dem Haus gehen. Und jetzt zahlen die das 3-4-fache bloß, weil die kaputt ist. Dass du schon merkst, als die jungen Menschen, die Mädchen, die sich alle zupflastern mit der Dus. Mein Zungenbier-Piercing-Beispiel vor 20 Jahren in Almena. Ich muss es nicht erzählen, ihr habt es oft gut gehört, hoffe ich. Das ist doch ganz, diese Beispiele beweisen ganz klipp und klar, dass ein junges Mädchen, das jetzt meint, der 14-Jährige ist unbedingt der Zungenbier-Sing und die Eltern sind spießig und die haben ja keine Ahnung, was sie braucht, was wichtig ist, was schön ist. Ich sage, dieselbe Situation, anderes Umfeld. Es ist nicht in Mode, die Kleine kommt haben und der Vater sagt, pass auf, Töchterchen, wir fahren jetzt wohin und ich lasse dir Eisen durch die Zunge schieben. Ja. Wie würde die Kleine, die jetzt drum kämpft und bittelt, dass sie es kriegt, und die Eltern sind ja so spießig und so altmodisch, wie würde die reagieren, wenn sie sich nicht anpassen wollte an ein gewisses Umfeld? Die würde Körperverletzung schreien vielleicht. Und zur Polizei rennen, die wollen mich verunstalten, die wollen quälen. Das sind so kleine Beispiele, Heiko, die sind so unendlich tief, weil was ich jetzt in einem Bereich dir erklär, wo du selber wahrscheinlich nicht damit traktiert bist. Was meinst du, will sie solche Mechanismen dein Programm dir aufzwingt? Und du merkst es nicht, darum geht es, und du merkst es nicht, du bist so sturköpfig, weil ja alles, was du denkst, logisch ist. Und ich sage, es ist selbstverständlich logisch,
aber es ist nicht geistreich. Du wirst irgendwann einmal merken, logisch ist das Gegenteil von geistreich. Eine Maschine ist logisch, aber die hat keinen Geist. Geist ist geistreich, der ist flexibel. Der ist nicht wie ein irrer Zug, der auf Gleisen fährt und die Weiche so fahren muss, wie die Weiche gestellt sind. Er kann die Weichen nicht stellen. Das ist eine andere Ebene. Geist ist frei. Der kann alles denken, was er will. Und die Freiheit hast du schon. Das, was du opfern musst, ist deine jetzige einseitige Logik. Aber die Sache mit Noah heißt, dass man nicht einmal die aufgeben muss. Die ist nur zurzeit die Ursache, dass du deine Freiheit nicht nutzt. Weil du dir laufend, ich kann, schon ich bin du die ersten Zeiten, weil da ein Ich in dir drin ist, das sagt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch, ich brauche doch, ich will nicht. Ich höre immer bloß ich. Aber was denkst du bei dem Wort ich? Das ist das blaue Ich. Du bist ein Sklave, Neo. Drum sind die Filme da. Frag nicht deine Logik, ob du deine Logik aufgeben darfst. Ja. Große Menschen, von mir aus gedacht, Menschheitsgeschichte haben erkannt, dass das eigentliche Quelle aller Probleme ist, dieses unvollkommene Denken. Und jetzt grübelten die, wie sie ihr Denken abstellen. Sie denken und denken darüber nach, wie sie es Denken abstellen. Weil sie gemeint haben, wenn sie nicht mehr denken, wird das alles besser. Das ist dann die asiatischen Lehren, die alle mit Gewalt sich in die Stille meditieren wollen, weil sie mal wiedergeboren werden wollen. Ich sage immer, das sind Idioten, die vor einem riesen Bücherregal stehen und mit aller Gewalt versuchen, keine Bücher mehr lesen zu müssen. Jetzt machen wir statt die Bücher, machen wir Videothek. Hoffentlich muss ich keinen Film mehr anschauen. Ich sage, hoffentlich darf ich noch möglichst viele und vor allem sehr viele unterschiedliche Filme anschauen. Ich muss nur wissen, dass ich einfach nur der Konsument bin von diesen Filmen. Mir selber kann gar nichts passieren. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ein Krimi genauso interessant sein kann wie ein Horrorfilm oder Liebesfilm oder Komödie. Dass alles unterhaltsam ist. Die Menschen ernähren sich so einseitig, geistig gesehen, so extrem einseitig und dadurch haben sie extreme Mangelerscheinungen. Ja. Aber es kann ja keiner was dafür. Nein, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich niemals irgendjemanden oder etwas, was ich mir ausdenke, vorwerfe, dass es mir genauso erscheint, wie ich es mir ausdenke. Ja. Der Satz hat es auch in sich. Jeder Satz. Ich sage einen einzigen Satz von mir, wenn du in der Tiefe verstanden hast, hast du alles verstanden. Weil dann hebt sich alles andere auf. Oberflächlich betrachtet verändert sich im ersten Moment gar nichts. Du sitzt immer noch als Brösel da, aber du wirst merken, du gehst mit deinen Umständen, die du dir selber um dich rumstellst und ausdenkst, ganz anders um. Ja. Dann kommt der Friede. Und dann wird der Film das Leben, das eigene Leben, das erste Mal am Ende des Lebens richtig spannend. Ja. Dann hast du einen Film, wo du früher Angst gehabt hast vom Sterben oder wie wird es aufhören, weil du eine Zukunft konstruierst. Und solange das noch in dir drin ist, nein, das ist wie ein Film. Ich bin gespannt, was die Mauer in dir am Schluss ist. Und das zwar mit einer hundertprozentigen Gewissheit. Ja. Weil du jetzt verstanden hast, dass ich auch dann da bin, wenn ich nicht an den Körper denke. Alles hat sich bisher darum gedreht, in meinem Leben den Körper glücklich zu machen. Das heißt, ja, war ja ich, das blaue Ich. Dass ich nur gesund bin, das ist alles in Heiligungsakte geworden. Und ich damit immer die eigentliche Verwandlung, die ich nicht aufhalten kann, das Altwerden, wie innen so außen heißt es. Hast du einen Babykörper, hast du im Verstand die Reife von einem Baby. Hast du einen Schulkinderkörper, hast du die Reife von einem Schulkind. Und jetzt wollen die nicht mehr älter werden. Dann kommen viele, ja schon, mein Wissen, aber im Körper, wie ich mit 25 oder 30 war. So, das funktioniert nicht. Das ist in dem Programm nicht vorgesehen. Wenn du einen Körper von einem 30-Jährigen hast, hast du die Reife von einem 30-Jährigen. Ja. Es geht aber umgekehrt, dass du durchaus den Körper von einem 60-Jährigen haben kannst, aber nur den Intellekt und den Verstand benutzt von einem 30- oder von einem 20-Jährigen. Das war ja, wo ich gesagt habe, die meisten, die ich mir ausdenke, in der Beobachtung, jetzt muss ich wieder normal reden, das ist ja die im Blindfeld-Vortrag, im ersten Blindfeld-Vortrag habe ich ja diese Weltbevölkerung und die Bewusstseinskurve gleichgesetzt, wenn du euch erinnert. Das ist nur diese 3x3 Wachstumsstufen, siehst du da genau. Und wenn man dann Jahreszahlen von der Geburt bis, ich sage mal, bis 70, 80, wo das dann hochknickt,
mit dem Bewusstsein, das ist exakt, habe ich so oft darauf hingewiesen, wenn du mal schaust, wie bei in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit dann alles in einem Punkt zusammenfällt. Du gehst praktisch von der Longitudinalen, von der Horizontalen, gehst du in die Vertikale, in die Transversale, weil dann bleibt Zeit dort stehen. Das ist kurz nach dem Jahr 2000. Das ist der Trick. Und dass du siehst, dass jetzt, wenn wir Jahreszahlen einsetzen, zwischen 20 und 60 minimaler Unterschied ist. Ich sage, das ist eine Bewusstseinskurve, dass da mehr Lebenserfahrung so ist. Aber das Bewusstsein ist von der normalen, immer Geistesfunk im Hintergrund vorausgesetzt. Geistesfunk nicht recht viel größer wie von einem 20-Jährigen, weil die meisten in dem Alter immer noch die Interessen haben wie jeder 20-Jährige. Sie wollen was erleben, sie gehen noch nach Autos oder nach Weiber und so weiter und so fort. Sollte an und für sich irgendwann einmal abgestellt sein. Deswegen kann man das immer noch anschauen, das haben wollen, das ich will haben. Zu meinen, in dem Leben was versäumt zu haben, weil wenn das Leben zu Ende ist, ist ja eh alles vorbei. Das ist alles materialistisches, geistloses Geschwätz. Ich hab's versäumt. Habt ihr eine Ahnung, ihr beiden, was das für ein Gefühl ist, wenn im Hintergrund bei mir Hackbraten gemacht wird, der Duft durch die Wohnung zieht, die Knödel schon langsam auf den Tisch. Es dreht sich alles ums Essen. Und jetzt ist ja dieses Esse an dieses Esse tun, machen, handeln, wenn wir es hebraisieren. Im Lateinischen heißt es jetzt erst einmal sein. Und da haben wir jetzt wieder die Sache rot oder blau gerufen, wir von den roten Esaim. Das heißt, Bewusstsein ist nicht der Existieren, das ist Sein. Hebraisiert, oder reden wir von dem Existieren, das nennen wir ja auch Sein, dann haben wir einen raumzeitlichen Augenblick, Ein mit 70 geschrieben. Entweder kommt man mit oder nicht, Heiko, ist jetzt nicht so wichtig. Es, rot ist ja Bewusstsein, blau ist Raumzeit, die 60. Und Ein kann ich ja mit 70 von mir schreiben oder mit 1. Wenn ich es mit 1 schreibe, heißt es nicht existieren, das heißt Ein, Sein, so geschrieben, kann ich so aussprechen, als das Bewusstsein ist nicht existieren. Und wenn ich es blau mache, habe ich von der DS als Raumzeit und Ein schreibe ich mit 70, dann heißt es, das Bewusstsein ist ein existierender Augenblick. Ja. Also die Raumzeit, Entschuldigung. Die Raumzeit ist ein existierender Augenblick. Raumzeit ist Traumzeit. Raum also ist Traum. Und Traum wiederum beginnt mit DR und DR, diese Erscheinung im Kopf, das ist die Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Die Erscheinung, habt ihr gesagt, ich bin der Reihe. Und die Reihe, 3, das ist ja Traum, beginnt mit DR. Und DR, ob man das jetzt mit 9 oder 400 schreiben, spielt keine Rolle. Das heißt, Reihe, das ist die Spiegelwahrnehmung. Ja. Das ist jetzt dieses Eins durch, dass hier das Erste, durch die Visionen, die Öffnung deines Intellekts ist DI, das heißt dann übrigens eine genügende Menge, wenn du das auf Hebräisch eingibst. 4, 10, hast eine genügende Menge. Das können wir wieder unteraufächern. Wir können das dann immer spiegeln, dann kriegen wir aus 4, 10, wird 10, 4, das ist J, der intellektuelle Öffnung. Und das ist das hebräische Wort für Hand. J, die 10. Hand wiederum ist die Quintessenz und ON, die hast, ich werde auf- und abschwingen. Das ist die intellektuelle Öffnung. Das klingt so verwirrend, aber das sind jetzt, ich denke mir jetzt viele blaue X aus, wo das mittlerweile installiert ist. BC sagt immer, wie geil ist das denn? Der bringt sich gar nicht zusammen. Und ich mache immer gerade meinen BC, Heiko, wenn ich das wiederhole, weil der Musterbeispiel ist, dass ich ganz einfache Sachen erkläre und er sagt dann immer, das verstehe ich nicht. Und dann sage ich, erste Frage, Heiko, BC, wer bestimmt jetzt, dass du das nicht verstehst? Genau genommen ist es so, da gibt es nichts zu verstehen. Wenn du weißt, was das vorher war, wenn ich zum Beispiel sage, wenn du an etwas nicht denkst, dann existiert es nicht. Dann soll ich jetzt, Petzi, schau mal nach oben, schau die Zimmerdecke an. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Die war doch nicht da. Warum sagst du dann, das verstehe ich nicht? Ich beschreibe doch bloß, was jetzt unmittelbar ist. Und du sagst, das verstehe ich nicht. Da muss irgendwann in dir drin sein, der dich total blind macht. Dann sagt der BC wieder, da komme ich nicht mit. Na, sondern bleibst halt da. Es ist so, die Filter sind die materialistischen Filter, wenn du in einem religiösen oder einem politischen Wahn, in einem Glaubenswahn lebst und du meinst, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Schon die Tatsache, dass du einen Glauben benutzt, der dir Angst macht.
der dich unwohl sein fühlen lässt, weil deine ganzen Gefühle bauen auf zwanghafte Interpretationen von Bildern auf. Das ist doch ein klares Zeichen, wenn du mal wirklich ein Hauch von Geist bist, dass die Ursache für deine Gefühle doch nicht an die Reizauslöser liegt, sondern wie du darauf reagierst. Dass sich der eine bei derselben Information, beim selben Reizauslöser lächelt und du kriegst so einen Hals. Das hat auch mit dem nichts zu tun, was du zu sehen bekommst. Das ist neutral, was ich sehe. Heiko, zwei Drittel haben wir jetzt. Ich habe gerade gedacht, sag nochmal bitte wieder, wie weit wir sind. Ja, also nach dem Balken, jetzt gefühlsmäßig zwei Drittel. Ich bin ja gespannt. Und dann drückst du drauf und dann wird er sagen, kann Datei nicht lesen oder irgend sowas. Wie sieht jetzt das einmal rein technisch, wie sieht jetzt das aus, wenn das Ding offen ist, was macht denn dann, was meinst du, was er dann anzeigt, diese Textdatei? Nee, das glaube ich auch nicht, also nee, habe ich keine Vorstellung. Was ich gerne machen würde, ich würde ja gerne nochmal hier dieses PDF runterladen zu diesem Treiber, wo dann drin erklärt wird, wie man den installiert. Mach das doch. Mache ich. Das müsstest du ja nur haben, oder? Darf der Hans sich dann an der Stelle verabschieden, auf der Brösel? Guten Appetit. So, ich auch. Ein schönes Weihnachten auf der Brösel-Ebene und Dankeschön für das Gespräch. Ciao. Tschüssi. Ich mache auch die Aufnahme aus, ja? Ja. Alles klar, brauchen wir nochmal.